Hallo, grüß Gott bei Zukunft Erde. Heute brauchen wir wieder ein bisschen Geduld und Ausdauer. Wir werden eine Gesprächsrunde der Reihe Gut Mensch erleben. Und da braucht man, wie gesagt, ein bisschen Sitzfleisch. Es wird doch so um die 2 Stunden dauern. Aber es geht um ein gutes Thema, das uns alle betrifft. Es geht um die Mobilität. Wie bewegen wir uns in naher Zukunft? Wie wollen wir uns bewegen? Weil so wie es jetzt gerade ausschaut, stehen wir meistens im Stau und der Feinstaub ist unser Feind. Also müssen wir was ändern. Da gibt es ein paar Ideen dazu. Bei dieser Gesprächsrunde im Schlossgut Oberambach, Moderation macht der Thomas Darchinger, Schauspieler und sehr engagiert. Und da haben wir dann hier den Herrn Kurt Siegel, den kennen wir schon aus anderen Beiträgen auf unserem Kanal. Das ist der Präsident des Bundesverbandes der E-Mobilität. Es ist der Andreas Schuster von Green City in München, die sich auch einiges einfallen haben lassen. Ja, und dann bin ich auch dabei als Autor des Buches Zur Hölle mit uns Menschen. Und da ist ein Kapitel auch drin, das sich mit der Mobilität beschäftigt, nicht nur mit der E-Mobilität, sondern auch mit dem Fliegen und wie wir uns übers Wasser bewegen. Also, auf geht's zu Gut Mensch, einer Gesprächsrunde im Schlossgut Oberambach. Ja, herzlich willkommen zu unserer 4. Gutmensch-Talkrunde. Mobilität ist eines der zentralen Themen beim Klimawandel. Wie drastisch ist es leicht erzählt. In Peking ist dank des unfassbaren Zuwachses an PKWs die Verkehrsdichte inzwischen so groß, dass man sich nur noch in einer Geschwindigkeit fortbewegen kann, die man von früheren Zeiten kannte, als man noch mit dem Fahrrad unterwegs war in Peking. Gleichzeitig ist die Luftverschmutzung in der Stadt so groß geworden, dass Atmen lebensgefährlich geworden ist. Man kann sagen, ungebremst geht es in den Wahnsinn und das Ganze nennt sich dann Fortschritt und Wohlstand. Das ist nur ein Beispiel für die Verwerfungen, mit denen wir umgehen müssen. Wir müssen es schaffen, die von uns im Pariser Abkommen gesetzten Grenzen zur Klimaerwärmung zu unterschreiten. Wenn wir da drüber gehen, verwandelt sich die Erde radikal in einen menschenfeindlichen Raum. Ich glaube, das kann man so klar und deutlich sagen. Wir sollten da keine Schminke mehr drüber legen, sondern wir müssen das klar aussprechen. Die unabhängige Wissenschaft ist sich auch einig, dass wir schnell und entschlossen handeln müssen. Zum Beispiel eben weg von fossilen Brennstoffen. Wir müssen dazu jetzt auch einen Aufwand betreiben. Das heißt, wir müssen einen Hügel erklimmen. Da bleibt uns keine andere Wahl. Wenn wir diese Hürde, diesen Hügel jetzt nicht nehmen, dann kriegen wir die Kurve auch nicht. Und so komme ich jetzt zu meiner Generalbotschaft, die ich immer habe, eigentlich in allen diesen Gesprächsrunden, dass dieser Wandel wird ja gerne mal damit tituliert, dass er Verzicht und vielleicht Trostlosigkeit und etwas Finsteres, Negatives bedeutet. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Wandel kein faules Ei ist, in das wir beißen sollen, sondern dieser Wandel ist eine reife Mango. Und lassen Sie uns nicht total bescheuert sein. Wir wollen auch nicht in den Abgrund stürzen, sondern wir wollen Mangos schlemmen. Und ich bin ganz sicher, dass diese Umgestaltung, die jetzt notwendig ist, uns in eine gute, bessere Zukunft führen wird und wir alle davon profitieren werden, wenn wir das tun, wenn wir diesen Wandel mit Herz und Verstand anpacken. Um das Thema Mobilität zu besprechen, habe ich heute Experten hier, die uns über das Wie etwas sagen können. Er setzt unsere Politiker unter Strom. Er ist Präsident des Bundesverbandes für Elektromobilität und will die Mobilität in Deutschland mit dem Einsatz erneuerbarer Energien auf Elektromobilität umstellen. Ziel seiner Arbeit ist es, alte Strukturen und Denkmuster aufzubrechen, damit innovative Konzepte zum Tragen kommen und die E-Mobilität einen nachhaltigen Beitrag zur Emissionsreduktion und zum Klima- und Umweltschutz leisten kann. Kurt Siegel. Danke. Ihm stinkt's.
Er arbeitet seit 2003 bei der Münchner Umweltorganisation Green City. Er organisierte das Streetlife Festival und war Geburtshelfer der Radl Hauptstadt München. Er setzt mit der Veranstaltungsreihe Münchner Mobilitätskultur Impulse für nachhaltige Stadt- und Verkehrsplanung. Seit über 10 Jahren arbeitet er im Bereich Luftreinhaltung und startete das Reinheitsgebot für Münchner Luft. Andreas Schuster. Herzlichen Dank und grüß Gott. Er spielt mit dem Feuer. Er hat einen Wissensverlag. Früher hat er Reisefilme gemacht. Heute sieht er Fernreisen als Teil des Problems. Weil seine Autoren ihm nicht radikal und schnell genug agieren, hat er sich ein Herz gefasst und selber ein Buch geschrieben. Es ist frisch auf dem Markt und trägt den aufreizenden Titel »Zur Hölle mit uns Menschen«. Ob er auch eine Idee hat, wie wir in den Himmel kommen, wird er uns heute zeigen. Herbert Lenz. Ja, ich tue jetzt mal so, als wäre ich das Paradebeispiel eines normalen Bürgers. Ich fahre einen 12 Liter verbrauchenden Diesel, ich fahre allein damit in die Arbeit, obwohl ich auch öffentlich fahren könnte oder jemanden mitnehmen. Ich wohne auf dem Land, obwohl ich in der Stadt arbeite. Ich liebe es, meine Geschäftspartner persönlich zu treffen, wenn auch nur auf ein Mittagessen. Deswegen fliege ich aber trotzdem 2-mal oder 3-mal die Woche dorthin, um sie zu treffen. Urlaub mache ich 2-mal im Jahr in der Karibik und mache dort eine Kreuzfahrt. Meine Firma stellt aus bayerischer Milch Butter her. Und zwar lasse ich die Butter in Polen machen. Verpackt wird die Butter aber in Portugal. Ich liebe asiatische Küche, deswegen esse ich hauptsächlich Pangasiusfisch. Ich kaufe grundsätzlich nur bei Internethändlern ein, sehr gerne auch Sachen, die ich eigentlich nicht brauche und die auch schlecht und billig produziert sind und ziemlich schnell hin. So ungefähr, das macht ungefähr klar, warum ich ein Problem bin, wenn ich so bin. Trotzdem bin ich der aktuelle Durchschnittsmensch, wenn ich mich so beschreiben würde. Dann machen wir doch erstmal eine Bestandsaufnahme. Lieber Andreas, wo liegen die Probleme? Eigentlich sind sie ja alle angesprochen worden. Vielleicht ich habe auf der Fahrt nach Amsterdam in einer Delegationsreise der Landeshauptstadt München, um etwas über Mobilität zu erfahren, waren wir zu zweit, die mit dem Zug hingefahren sind, die anderen 50 Teilnehmer sind geflogen. Aber wir hatten Zeit, mehr als die anderen, und konnten uns über Probleme auch austauschen und diskutieren. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die möchte ich hier kurz einleitend sagen, weil sie für mich so nochmal so grundlegend ist und weil ich vielleicht immer wieder mal darauf zurückkommen werde. Und zwar heute am zweiten Advent passt es vielleicht, kennen wir alle die Geschichten aus dem Alten Testament, wo ein strafender Gott nicht nur den Menschen für sein jetziges Vergehen bestraft, sondern auch die Kindes- und Kindeskinder. Und ich dachte mir immer, das ist ja Wahnsinn, was ist das für ein machtversessener Gott, der sozusagen, oder ein, nennen wir es mal, göttliches Wesen, um von der christlichen Mythik ein bisschen Mystik ein bisschen wegzukommen, was ist das für ein Wesen, das praktisch Generationen nach den eigentlichen Verursachern bestraft? Und dann bin ich draufgekommen, im Grunde genommen ist es genau das, was wir jetzt machen. Also die Natur wird uns, unsere Kindeskinder, über Generationen hinweg bestrafen, aber die Natur ist erstmal neutral. Also wir haben praktisch diese göttliche Macht in uns, dass wir heute einen Lebensstand führen, der praktisch unsere nachkommenden Generationen bestrafen wird. Und warum ich das jetzt erzähle, ist, weil mich das immer in der Bibel so wütend gemacht hat. Und jetzt kann ich wütend auf mich selber sein, sozusagen. Das ist natürlich nur ein Aspekt, aber aus dieser Wut, aus diesem Aggressionszustand kann ja auch aggressivere herangehen, kann ja auch etwas passieren, also können wir Probleme lösen. Und die Probleme sind genau das. Wir haben einen Lebensstandard, der nicht nur sozusagen von unseren Enkeln und Kindeskindern räubert, sondern auch bei der Nachbarfamilie und beim Nachbarkontinent. Das ist ja auch eines der Themen. Wir haben heute Mobilität. Viele Menschen müssen heute mobil sein, obwohl sie es gar nicht wollen, weil ihre naturgegebenen Rahmenbedingungen einfach zerstört werden durch das, was wir erschaffen. Und deswegen haben wir Flüchtlingsthematiken, deswegen haben wir viele, viele andere Themen. Also ich kann eigentlich so viele Probleme gar nicht hinzufügen. Ich glaube, die Anfangsaufzählung dessen, wie wir uns heute bewegen und wie wir mobil sind, das schafft genau diese Probleme. Also wenn wir so weitermachen, dann ist das Mobil, das Gefährt der Zukunft, die neue Arche Noah sozusagen. Also ich glaube, wir könnten glücklich sein, wenn jemand eine Arche Noah bauen könnte. Im Moment sehe ich uns da nicht. Aber ja, definitiv ist, wenn wir so weitermachen, und da ist die Mobilität
großer Stellkreuz zusammen, auch mit der Ernährung, denke ich, dann werden wir wahrscheinlich ungebremst gegen die Wand fahren, wie es in der Einleitung hieß. Es wird sich bewegt, was das Zeug hält. Genau. Rechnet man es zusammen übrigens, es sind in jedem Moment, in jedem Einzelmoment 1 Million Menschen in Flugzeugen unterwegs. Eine unfassbare Zahl, finde ich. Beim Straßenbau ist es ja, finde ich, ähnlich. Wenn ich jetzt allein an München denke, der mittlere Ring, der äußere Ring, die A99, gab es vor 10 Jahren noch gar nicht, dreispurig, heute auf jeder Seite, jeden Tag Stau. Der mittlere Ring, frisch ausgebauter Tunnel, jetzt schon wieder jeden Tag Stau. Also egal, wie man es vergrößert und erweitert, es wird gar nicht besser, oder? Nein, es sieht verdammt danach aus, dass es nicht besser wird. Das ist ja auch das Thema, da habe ich einen sehr schönen Spruch, die erdrückende Sachlage macht doch klar, dass individuelles Handeln nicht mehr reicht. Das ist ein bisschen für mich immer der Anlass, Diskussionen auch mit dir und mit anderen, die sagen, ja, jeder von uns ist gefordert und jeder von uns kann was dazu beitragen, dass wir, ich sehe das jetzt nicht nur ganz eng auf die Mobilität, das ist ja nur ein Puzzlestück in dem ganzen Problem, dass jeder dazu was tun kann und dass wir damit auch mit Überzeugungskraft und gutem Wollen natürlich dann die Erde dann doch noch irgendwie hinkriegen. Ich will jetzt gar nicht sagen retten, aber zumindest als Lebensraum erhaltbar machen, auch für die Kinder und Enkel, ne? Enkeltauglich. Weil die fragen dann tatsächlich irgendwann, Papa, Mama, ihr habt es doch gewusst, warum habt ihr nichts dagegen getan? Ne? Die Frage gab es schon irgendwie früher mal. Also da sind wir natürlich schon gefordert, jeder Einzelne. Nur ich bin der Meinung, dass das nicht reicht. Dass es tatsächlich nicht reicht. Und das heißt, es ist die Politik gefordert, die da oben, die ja immer so gerne beschimpft werden. Es ist die Wirtschaft natürlich gefordert, die Verantworter da, die Entscheider. Und wenn ich das jetzt gerade sehe, Mobilität, da sind wir beim Auto. Und das Thema lasse ich dann dem Kurt Siegel rüber, da ist er der Experte. Wie man sieht, dass gerade diese Entscheidung in der Industrie, die Entscheider in der Industrie, eigentlich nichts tun. Verschlafen, verdrängen, weil natürlich der Profit immer noch das Wichtigste ist, was ihr Handeln bestimmt. Und das ist etwas, wo ich dann auch wieder sehr mutlos werde, oder auch grimmig, ne? Sauer. Hm? Dass man sich eigentlich auf diese Instanzen, die drüber sind, die da oben, ob es Politik oder Wirtschaft ist, dass dann auch da nicht so viel zu erwarten ist. Das geht bis hin zum politischen System, Demokratie, das ich da auch ganz gerne in Frage stele, weil dieses System, oder heben wir uns das noch ein bisschen auf, ich will, ja, will da nicht jetzt das Thema zu weit in die falsche Richtung vielleicht, aber die von uns ja so hochgeschätzte und propagierte Demokratie, die wir ja weltweit auch noch missionarisch verbreiten wollen, die ist vielleicht mal, die Frage kann man sich jetzt zumindest mal stellen, vielleicht nicht mehr die zeitgemäße Form, um eine Gesellschaft zu gestalten und sie in irgendeine Zukunft zu buxieren oder ja, in die richtige, vermeintlich richtige Richtung zu bringen. Die Prozesse sind erkennbar zu langsam. Das ist meine Meinung. Das Zeitfenster für Veränderungen, die wir dringend brauchen, ist zu klein für demokratische Veränderungen. Man sieht es jetzt in Deutschland, klassischer Fall, die Automobilindustrie macht Lobbyarbeit, sie verzögert, sie nimmt Einfluss auf die Politik, sie verwässert notwendige Veränderungen. Wir wissen ja, was alles Deutschland da gerade aktuell hinter sich hat und an der Backe hat, immerhin natürlich. Wir sehen auch, dass natürlich die Politik selber sich blockiert. Also unsere ganze Problematik mit Jamaika und was jetzt noch folgt, das ist alles Demokratie. Das ist schönste, beste Demokratie, so soll es ja auch sein. Nur ist die Frage, ist sie denn noch zeitgemäß? Weil die Probleme richten sich nicht nach uns, ebenso wie der Planet nicht unbedingt sich nach uns richtet, der gibt uns vor, wo die Grenzen sind, das tut er schon. Und wir haben immer noch nicht kapiert, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, also der Homo sapiens, der anthropozentrisch immer denkt und seine Interessen versucht durchzusetzen, der ist auch nicht der allein Entscheidende, sondern es ist der Planet Erde. Der sagt uns, was geht und was nicht. So, jetzt bin ich ziemlich weit weggekommen. Ja, ja, warte, okay. Ich fange dich ein. Pass auf. Ich meine, worauf du anspielst, ist ja, dass ja in China, ich habe das Beispiel Peking genannt, die haben das natürlich auch erkannt, die Chinesen, und die sagen jetzt einfach so, wir beschließen jetzt ab, wann ist es, bauen wir nur noch E-Autos,
ganz nah eigentlich. Ich glaube, es ist eine sehr kurze, hilf mir mal kurz, wie lang? 2022. 2022 nee, ist... Es gibt jetzt dann schon mal eine Quote, nur E-Autos noch nicht. Aber das kommt alles ganz rasant, es geht tschak, tschak, tschak. Und der Chines, der macht es einfach. So, jetzt ist natürlich China so groß, dass man sagen kann, vielleicht wirkt sich das ja sogar auf unseren Handlungs... also dieses Schneckentempo bei uns, was so Entscheidungen anbelangt, aus, weil man da sagt, so, die sind so groß, die zwingen uns jetzt quasi nachzuziehen, Kurt. Ja, das ist so. Das ist gut so. Gott sei Dank. Ich komme gerade aus China. Ja, vielleicht einmal, mir stinkt es auch. Zweitens, mutlos geht gar nicht, weil es gilt, die Kräfte zu bündeln und das Thema nach vorne zu treiben. Wir haben jetzt 9 Jahre hinter uns, wo wir 7 davon definitiv nur gegen Wände gerannt sind. Und so die letzten 2 Jahre, und das Traurige ist, dass es tatsächlich so ist, ziemlich genau seit diesem Dieselskandal bewegt sich ja Gott sei Dank was auch in Europa und sogar in Deutschland. Man muss differenziert hinschauen, und da bitte ich auch immer drum. Und was mir immer gar nicht gefällt, ist in Deutschland diese Debatte von 0 auf 100. Wir haben noch nicht einmal 1. Wir sollten uns vielleicht mal darauf konzentrieren, das zu tun, was geht. Mir fehlt der pragmatische Ansatz. Es werden immer Horrorszenarien aufgebaut. Woher kommt der Strom? Was machen wir mit den Akkus? Wie unsicher ist das Auto? Wie oft brennt das Elektroauto? Kein Menschen interessiert, wenn ein Verbrenner brennt. Ja, gut, der heißt ja auch schon so, abgesehen davon, von dem her gesehen. Tut sich dir vielleicht da etwas leichter. Aber in Bayern brennen allein jedes Jahr 1500 Verbrenner ab. Aber das jetzt nur nebenbei. Mir stinkt die Debatte von 0 auf 100 und ich nehme immer gerne eine Zahl raus, wenn es speziell jetzt um den Verkehr geht. Und den sollte man bitte definitiv nicht aufs Auto beschränken, da komme ich gleich drauf. Wir haben 45 Millionen Fahrzeuge derzeit in Deutschland unterwegs, Autos. Davon sind 11 Millionen Zweit- und Drittfahrzeuge. Stehzeuge. Stehzeuge. 23 Stunden im Durchschnitt steht ein Auto in Deutschland vom Tag. 11 Millionen Zweit- und Drittfahrzeuge, das ist ein Luxusproblem, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Und die fahren am Tag im Durchschnitt 27,5 Kilometer und wir diskutieren über Reichweite. Es wäre vielleicht mal angebracht, sein eigenes Verhalten zu überdenken. Was mache ich eigentlich mit diesem Zweit- und Drittfahrzeug? Brauche ich da einen SUV oder tut es da nicht ein Elektroauto, mit dem ich genauso viel transportieren kann, das locker reicht für diese 27,5 Kilometer? Und alle Versuche und Flotten, die unterwegs waren weltweit, haben diese Ergebnisse bestätigt. Das ist also nicht ein europäisches, nicht ein deutsches. Das ist überall das gleiche Verhalten. Die Probanden gingen teilweise nur jeden dritten Tag an die Steckdose. Wir sind es gewöhnt, dass wir das Handy rausnehmen, abends an die Steckdose hängen und in der Früh wieder auf in die Tasche schieben. Da machen wir ja nichts anderes. Und das, genau das Gleiche können wir hier machen. Also das heißt, es ist total idiotisch, immer zu warten, bis alles hundertprozentig super ist, sondern wir müssen jetzt einfach mal anfangen und dann die Schritte gehen. Naja, ganz so einfach war es ja nicht. Es gab ja auch keine Autos. Kann mich gut erinnern, als wir die ersten Elektromobilitätsveranstaltungen gemacht haben, vor 6, 7 Jahren, da haben wir echt Probleme gehabt, überhaupt Elektroautos zu finden. Gut, wir waren dann schon tätig und haben das halt anders gemacht. Und es gibt ja nicht nur das Auto, gerade das Fahrrad wird in Zukunft eine der wichtigsten Rollen überhaupt einnehmen in den urbanen Räumen. Das nimmt weniger Platz weg, das ist sauber, das hält uns fit, das macht uns lustig. Wenn es ein E-Bike ist, haben wir sogar noch ein breites Grinsen im Gesicht und noch nicht einmal ein verbissenes. Das sollte man alles ausnutzen. Das sind Themen, die kann man jetzt machen. Und die größte Erfolgsstory im Bereich E-Mobilität ist das E-Bike. 650.000 E-Bikes gingen letztes Jahr über die Tresen der deutschen Fahrradhändler und wir haben letztes Jahr die 3-Millionen-Marke geknackt. Ja, wenn das kein Erfolg ist, dann weiß ich nicht. Und jetzt kommen wir in völlig neue Themen und da freuen sich die Cities. Letzte Meile, das Verbringen der Pakete zu den einzelnen Kunden und Usern, nicht mehr mit irgendwelchen Dreckschleudern, sondern am Schluss mit einem Bike, das Cargo-Bike heißt. Und da gibt es verschiedenste Ausführungen. Der Markt brummt im Moment. Es gibt Startups ohne Ende, die sich mit der Thematik beschäftigen. Und. Ich rede jetzt noch nicht vom Sharing-Roller, der natürlich E-Roller ist, ganz klar. Brummen in Frankreich. Paris hat jetzt 9000 E-Sharing-Roller. Muss man sich mal vorstellen. Berlin. Man kommt gar nicht mehr hinterher zum Nachzählen, wie viele es sind. Große Unternehmen wie Bosch sind inzwischen eingestiegen in diese Thematik, weil es ein hochinteressantes und lukratives Geschäftsmodell ist, ganz nebenbei. Alles das kann man jetzt anfangen. Und jetzt nochmal zurück zum Auto.
Ja, da haben wir erst so seit 4, 5 Jahren Autos, die man auch als Auto bezeichnen kann im Bereich Elektromobilität. Leider Gottes, und das ist die Realität, halt auch zum größten Teil aus dem Ausland. Das sind halt Fahrzeuge, die werden nicht in Deutschland produziert. Andreas, die Stadt wird sich durch sowas ja verändern. Also gerade wenn man jetzt, wie du gerade gesagt hast, 2 Drittauto, ist ja eh ein Wahnsinn eigentlich, dass ein Stadtbewohner 2, 3 Autos hat. Also mindestens beim zweiten sollte er sich überlegen, ob er es kauft und nicht vielleicht lieber auf ein Sharing-Modell zurückgreift oder sich mit dem Fahrrad oder Scooter oder was auch immer bewegt. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es ja auch noch. Die könnten allerdings besser werden. Die können auf jeden Fall besser werden und vielleicht ist eine Unterscheidung ganz wichtig. Es gibt, kann man auch darüber diskutieren, es gibt Mobilität, das würde ich sagen, das beschreibt das Bedürfnis des Menschen unterwegs zu sein. Das ist schon immer seit der Menschwerdung, seit dem aufrechten Gang. Wir sind soziale Wesen, wir wollen rausgehen, wir wollen in Kontakt gehen und letztendlich wollen wir ja auch Sachen in unsere Höhlen schleppen, damit wir überhaupt leben können. Und dann gibt es den Verkehr. Der Verkehr ist die Art, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen. Und da muss ich einfach sagen, den regeln wir derzeit auf die unintelligenteste Art, die man eigentlich machen kann. Wir haben riesige Gefäße, die mit fossilen Antrieb betrieben werden, wo ein Mensch drin sitzt. Wir haben es ja gerade gehört. Und für mich muss man eigentlich bei der Diskussion am Anfang immer fragen, reden wir jetzt darum, dass wir weiterhin individuell immer Auto fahren wollen oder reden wir darum, dass wir von A nach B kommen wollen und zwar der Nachhaltigkeit verpflichtet, also ökonomisch, ökologisch und sozial gerecht. Und dann ist man woanders, weil dann fängt man nicht mehr an, nach dem technisch Machbaren zu fragen. Ich glaube, dass wir mit dem Ingenieursland Deutschland immer technische Lösungen finden werden, sondern dann frage ich anders, dann frage ich, was braucht man denn überhaupt? Und dann komme ich weg von Hochgeschwindigkeitszügen, sondern komme vielleicht zu nicht mehr ganz so schnell, aber dafür zuverlässig, wie es uns die Schweiz vormacht. Dann komme ich in Städte, wo ich sage, muss ich denn von A nach B mit dem Auto fahren? Und wenn es Menschen gibt, die das müssen, wie gehe ich auf deren Bedürfnisse ein, aber mach's nicht, proklamiere es nicht zum jeder darf immer fahren. Ich denke da öfter mal an das, wir haben ja verschiedene öffentliche Ressourcen und ich würde mal sagen, der öffentliche Raum, das Recht auf saubere Atemluft, all diese Sachen gehören da dazu, unter anderem aber auch das Finanzsystem. Wir haben gemeinsames Geld, das haben wir alle eingezahlt und wenn ich jetzt zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger bin, dann schädige ich dieses Volumen, das wir uns angespart haben und dann muss ich ziemlich genau erklären, warum ich das schädige. Da muss ich mich fast wirklich bis aufs letzte Hemd ausziehen und das klar machen. Und wenn ich meinen Bedarf dargelegt habe, dann darf ich das auch tun. Wenn ich heute den öffentlichen Raum und dieses ganze System Stadt, und ich rede jetzt sehr stark von der Stadt, obwohl mir bewusst ist, dass natürlich auch die ländliche Mobilität eine Herausforderung ist, aber bei bald 70% der Erdbevölkerung, die 75-80% des CO2-Ausstoßes, der Ressourcen und so in den Städten haben, ist jetzt ein bisschen der Fokus auf die Stadt, dann muss ich doch auch sagen, wenn ich diese Ressource Stadt schädige, dann muss ich auch einen Grund dafür haben. Im Moment ist es aber so, muss ich nicht. Ich fahre halt einfach rein und darf eigentlich überall hinfahren, bis auf kleinste Zonen und die werden natürlich auch verbissen verteidigt. Und also diese zum Beispiel eine City-Maut wäre so eine Sache, wie man auch regulierend eingreifen könnte, wo man sagt, gut, da geht es halt rein ums Geld, könnte man sich auch andere Systeme überlegen. Aber was ich damit sagen möchte, wenn wir davon aufhören, danach zu denken, was technisch möglich ist, und ich bin auch mit vielen Startups in Kontakt und ich schätze die Arbeit, also wir brauchen auch diesen technischen Innovationssprung, aber wenn wir trotzdem uns überlegen, was brauchen wir eigentlich, um intelligent von A nach B zu kommen, dann werden wir neue Lösungen definieren und die sind jenseits des privat besessenen individuellen Autos. Der Andreas wollte heute natürlich brav sein und ist mit der S-Bahn rausgekommen und wollte dann mit dem Taxi weiterfahren hierher. Klappt natürlich nicht, das Wetter war ein bisschen schlechter, gab es kein Taxi. Ist eine Stunde später gekommen. Also was zum Beispiel wahnsinnig smart wäre und ich habe gehört, es ist schon in der Entwicklung, eine App, wo ich sage, so, ich will von da nach da und dann schlägt der mir Verkehrsmittel vor und bucht die mir gleich durch. Das wäre doch eigentlich toll. Ja, aber da hätte ich gerne, dass ich dann einstellen kann in diese Bestellung oder Durchbuchung, ich hätte es gern sportlich schnell und nicht seniorenmäßig langsam durchgebucht. Geht das auch? Das ja. Ich hoffe, dass das dann für dich geht. Ja, du hättest es gern sportlich schnell. Ja, noch. Ja. Noch. Gut, okay. Ja, weil das also ist, glaube ich, Entschuldigung, wenn ich da, aber Frage, einklinke.
Thema Mobilität, Auto, da waren wir ja gerade, oder wenn wir uns bewegen von A nach B, das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Ich glaube, dass das die Grundidee ist überhaupt. War eine große Hilfe, dass da ein Verbrennungsmotor erfunden wurde und Pferde dann zu Hause bleiben konnten. Das hat sich so 120 Jahre dahin gezogen und daraus ist aus der Grundidee A nach B, Ware und Mensch zu transportieren, mobil zu sein, ist dann eine sehr perverse Angelegenheit geworden. Bis hin zum freie Fahrt für freie Bürger, ne? Das ist ein toller Spruch, bis hin zu einer Emotionsaufladung dieses Gefährts, wir haben es dann Automobil genannt, wo man sich mit Design beeindrucken ließ, wo die Werbung natürlich einiges dazu beigetragen hat, um irgendwie bei uns, als wir Konsumenten, wir Käufer dieser Autos, da etwas auszulösen, was also dieses Gerät völlig überhöht hat, nämlich zu einem ja, Imagegerät. Das war so, ne? Man hat sich damit selbst als Mensch definiert. Wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee? Jeder darf mal drüber nachdenken. Es ist ein Auto, um von A nach B zu fahren. Wunderbar, danke. Ich muss nicht mich selber meine Muskeln da einspannen. Aber alles, was drumherum ist, dieses Getue, Sie müssen ja nur die Anzeigen lesen, diese zweiseitigen Anzeigen von den großen Markenherstellern, was die da alles hineininterpretieren in ihre wunderbaren Fahrzeuge, was der Käufer natürlich sich gerne um den Hals hängt, die fragen mich nur, warum? Er wird deshalb doch nicht seine Persönlichkeit damit verändern, oder doch? Also ich glaube es nicht. Der Lindbergh ist ja der berühmte Fotograf, hat gesagt, Persönlichkeit ist sexy. Und er hat immer nur Menschen fotografiert, keine Autos. Also vielleicht ist da etwas schiefgelaufen mit der Bedeutsamkeit von Automobilen für den einzelnen Menschen und damit auch für die Gesellschaft. Weil klar, man will ja dem Nachbarn irgendwas zeigen und da sind wir wieder bei dem Thema. Sich selber durch etwas Angekauftes, das ist ja nur angekauft, dieses Auto geleast, das ist ja auch meistens nur geleast, es ist gepumpt, es ist eh nur, ja, schöner Schein nach außen. Und da ist einiges dramatisch beim Automobil in diesen 100 Jahren schiefgelaufen. Elektromobilität, eine Anregung von mir, lernend aus diesen 100 Jahren. Elektromobilität, super, ich fahre selber so einen kleinen, aber für die Zukunft nicht wieder den gleichen Fehler machen, Kurt. Nicht wieder aus dem Elektroauto, siehe Tesla. Ja? Tesla, es ist marketingmäßig, ich kenne mich mit Marketing schon ein bisschen aus, verstehe ich das voll und ganz. Aber für die Gesellschaft ist es wieder derselbe Schwachsinn, den wir schon 100 Jahre durchgemacht haben. Also du wärst dafür mehr PS für die Persönlichkeit? Weniger. Ich habe ein BMW. Für die Persönlichkeit. Ich meine, die Persönlichkeit mit mehr PS aufladen, also nicht einkaufen, damit man kein Auto mehr braucht, um sozusagen sein... Genau. Ja. Weil es gibt nämlich sowas, was den Menschen eine Persönlichkeit, glaube ich, ausmacht. Das ist unter anderem, dass er ja ein bisschen Humor hat, ja, dass er neugierig ist, dass er was liest, dass er sich interessiert einbringt, dass er was weiß. Und damit ein gutes Gespräch, auch eine gute Ausstrahlung stattfindet. Das ist sowas Persönlichkeit, da brauche ich kein Auto, null. Also das ist genau falsch. Und ich würde mir wünschen, wenn die Zukunft des Automobils jetzt elektrisch natürlich nicht wieder in die falschen Fahrwasser geht. Ich glaube, das ist aber schon auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen jetzt nicht nur schauen, dass wir den Verbrennungsmotor loswerden, aber die Idee beibehalten, sondern wir müssen über das Gesamtkonzept total neu nachdenken. Richtig? Ja, da gibt es eine ganz einfache Zahl. Derzeit produziert die Automobilindustrie weltweit 85 Millionen Autos pro Jahr. Schon mal eine beeindruckende Zahl, wie ich finde. 2050 müsste diese Autoindustrie, ich nehme die komplette, also von General Motors bis Toyota, weltweit, weil wir dann nicht mehr 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind, sondern 10,5 Milliarden, so die jetzigen Schätzungen und so Gottes Will, müsste diese Autoindustrie, weil es natürlich auch Drittländer gibt, die mobil sein wollen und vieles andere, 250 Millionen Auto pro Jahr produzieren. Man erkläre mir bitte, wie das mit fossilen Brennstoffen gehen soll, Nummer eins, Nummer zwei, wo wir die alle hinstecken, diese Korn, tut mir schrecklich leid, wir kollabieren jetzt in jeder Stadt bereits, also es gibt ja kaum mehr Ausnahmen, wenn ich nach München reinfahre oder nach Frankfurt, was ich inzwischen Gott sei Dank nicht mehr mit dem Auto tue, sondern in der Regel mit dem Zug, oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, wenn es irgendwo geht. Aber es geht halt auch nicht immer, ist halt mal so. Noch nicht, weil es eben nicht funktioniert und weil es noch nicht ausgeklügelt und ausgedacht ist. Wie soll das funktionieren? Das wird nicht funktionieren. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Alleine der Schwerverkehr wird in Deutschland bis 2025, das sind gerade noch mal 7 Jahre, nur in Deutschland,
um weitere 35% zunehmen. Das bedeutet den Kollaps auf unserer Autobahn. Die Universität Stuttgart hat das mal durchgerechnet und hat Szenarien aufgebaut, wie man das dann überhaupt noch in den Griff kriegen kann, dass es überhaupt noch rollt. Da gibt es Lösungen dafür, aber die müssen noch wesentlich intelligenter sein als die, die man sich da ausgedacht hat. Und jetzt vielleicht nochmal zurück zu diesem Tesla. Dieser Herr Tesla, also der heißt Herr Musk, der hat sich ein bisschen was gedacht. Und der hat sich mal erst mal gedacht, ich kann nur mit großen Dingen auf für Aufsehen sorgen. In Wirklichkeit denkt er an ganz andere Themen. Der denkt eigentlich viel kleiner, viel vielfältiger und viel mehr in die Masse und viel intelligenter. Und das wird erst kommen, das ist der nächste Schritt. Nur hier bei uns macht sich eigentlich im Prinzip gar keiner so richtig Gedanken, was man dann wirklich verändern könnte. Es sei denn, es sind Eigeninitiativen, Vereine, Institute, die sich jetzt, da die Städte massiv unter Druck kommen durch Klagen der deutschen Umwelthilfe etc. Sie werden mir recht geben, München hätte nicht einen Euro investiert, hätte die deutsche Umwelthilfe nicht geklagt und diesen Prozess gewonnen und dabei die Stadt München dazu verdonnert, 20 Millionen in die Hand zu nehmen im ersten Schritt. Und das passiert ja jetzt an jeder Ecke. Und nochmal zu dem Thema intermodaler Ansatz, also die intelligente Verbindung der einzelnen Verkehrsträger. Ich will von A nach B mit einer App. Ist ja nicht so, dass es das nicht schon gäbe. Erstens gibt es, zweitens halt nicht ausgeklügelt, aber es gibt inzwischen Firmen, die es tun. Die Firma Comtrade in Slowenien hat das komplett auf dem Schirm und die bauen die ersten Systeme damit. Es geht um Verbindungen von einer Stadt zur nächsten und da geht es jetzt noch nicht einmal um schnell oder langsam, sondern am Schluss ist auf dieser App sogar berücksichtigt, wie effizient und wie nachhaltig bewege ich mich. Da wird natürlich die Fahrt mit dem Hybrid-Taxi mit Bonuspunkten vergütet und das Gleiche die Bahn mit Naturstrom im Unterschied zum Flieger, wie man jetzt kennen. Und auch der Flieger ist noch ein Thema, dem wir uns annehmen müssen, dem sich bereits auch angenommen wird. Da sind wir übrigens in Deutschland gar nicht so schlecht, das weiß nur keiner, weil das immer alles so ein bisschen bedeckt gehalten wird. Aber Fakt ist, es geht um die intelligente Steuerung des Verkehrs am Schluss. Umrüsten vom Verbrennen auf Elektroautos wird das Problem nirgendwo auf dieser Welt lösen. Das sind sich inzwischen alle Experten einig. Und man möchte es ja kaum glauben, selbst ein Volkswagen-Konzern hat sich jetzt eine Tochter gegönnt und auf die Welt gebracht, die heißt Moja, mit der man sich dann in Zukunft mit diesen Themen beschäftigen soll. Und da spricht man interessanterweise, das hat mir sehr gut gefallen, gerade bei Ihnen, dass das Wort mal heute schon wieder gefallen ist, von Gefäßen, in denen wir transportiert werden. Und da geht es ja nur darum, ist da einer drin, 3, 4, 5 oder 10. Und diese Systeme intelligent zu verbinden, natürlich selbstverständlich schadstoffarm, also am besten schadstofffrei aufzubauen, natürlich unter der Einbindung von Regenerativen, das ist die Zukunft und eine andere wird es nicht geben und das ist auch gesetzt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, es ist nur eine Frage der Zeit. Und da ist die große Frage, wer ist der Schnellste auf dieser Welt? Und da gibt es 3, die das unter sich ausmachen. Das ist USA, das ist Europa und das ist Asien. Und da sehen wir im Moment, bedingt natürlich auch durch leicht diktatorische Vorgaben, China sehr, sehr weit vorne. Aber wir werden aufholen. Ich bin sicher, wir sind schlau genug, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Unsere Ingenieurskunst ist gut und wir wissen ja auch, die großen Autohersteller machen jetzt viel Kohle, wissen, dass sie bald nicht mehr viel Kohle damit machen werden und werden sich neue Lösungen überlegen. Was ich übrigens bei dem Thema Strom, wir brauchen ja offensichtlich für alles jetzt Strom. Strom muss irgendwo erzeugt werden. Es gibt ja, wir haben das letzte Mal das Thema Energie gehabt, es gibt ja wahnsinnig faszinierende Stromerzeugungsmethoden. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens von der Idee gehört, in den Hauptbahnhof, in den neuen Münchner Hauptbahnhof, der bald gebaut wird angeblich, piezoelektrische Böden einzubauen, wo dann die Leute, die da zu Fuß, also die steigen aus dem Zug, gehen über den Bahnsteig und in die Halle und dann irgendwo hin, durch die Schritt, den Druck, den man durch die Schritte auf dem Boden ausübt, wird Strom erzeugt. High Heels, das ist sehr geeignet. Ja genau, dann musst du in Zukunft immer mit High Heels durch den Hauptbahnhof laufen, schau, damit du gescheit was machst. Also es gibt ja wirklich auch da ganz tolle Methoden, Strom zu erzeugen. Offensichtlich ist aber das unser... Darauf reduzieren wir das Allermeiste, was den technischen Fortschritt angeht, ist Strom. Wasserstoff ist im Moment irgendwie schon fast raus? Nö, Wasserstoff ist derzeit einfach uninteressant.
Das ist immer noch eine Totgeburt. Wir stecken ja schon seit 25 Jahren in der Entwicklung zu dem Thema, speziell was die Autoindustrie betrifft. Da sind Milliarden reingeflossen. Ich möchte hier gar nicht drüber reden, weil da ärgert es mich dann immer ein bisschen. Fakt ist auf jeden Fall, der Wasserstoff ist derzeit nicht relevant fürs individuelle Fahrzeug, weil es ist einfach nicht rechnet und weil die Erstellung des Wasserstoffes einfach viel zu viel Energie frisst und dann sie auch noch teilweise verflüchtigt im Tank und so weiter und so weiter. Das ist ein Riesenthema. Also im Moment würden Sie gegenüber einem normalen Sprit den 3,5-fachen Preis zahlen und da wären wir gerade mal so, dass der Wasserstoff kein Draufzahlgeschäft ist. Das ist Stand der Dinge im Moment. Und auch diese ganzen tollen Ideen, Power to Gas, mag für die Speicherung am Schluss interessant sein, im Moment fürs Individualfahrzeug definitiv nein. Da ist der Akku zu schnell nach vorne geschritten und der ist jetzt im Moment einfach gerade nicht so schnell einzuholen. Fakt ist aber, dass wir einen Strom aus Regenerativen brauchen dazu. Und was mich stört, ist immer diese Debatte, woher soll man den Strom nehmen? Strom haben wir im Überfluss, wir wissen eh nicht, wohin damit, um es mal ganz einfach zu sagen. Wir verschenken, zahlen teilweise sogar dafür ins Ausland Geld, damit man uns den Strom abnimmt. Das ist ja immer noch ein Thema, dass Strom durch Kohlekraftwerke erzeugt wird, natürlich totaler Schwachsinn. Andreas, wie schaut denn eigentlich deine Stadt der Zukunft aus? Ich meine, wenn sich die Mobilität tatsächlich ändert und wir wollen ja jetzt gemeinsam mal versuchen, eine positive Vision davon zu erzeugen, dann gehört ja sicher auch dazu, dass Straßen im Moment eigentlich Toträume sind und die könnte man wieder zu Lebensadern tatsächlich machen, zu wertvollen Orten und eine Stadt könnte ganz anders ausschauen, wie zum Beispiel. Ja, das stimmt. Die Städte verdichten sich immer mehr. Das bedeutet, man muss mit immer weniger Raum zurechtkommen und umso wichtiger werden die Freiräume, der öffentliche Raum. Und der wird im Moment sehr stark dem Automobil zugesprochen und dessen Infrastruktur, zum Beispiel auch dem ruhenden Verkehr, wo 23 Stunden, wir haben es gehört, am Tag ein Auto steht. Und das wäre für mich der erste Ansatz und das hat mir am Anfang auch sehr gut gefallen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Phase sind, wo der Markt sich nicht selbst reguliert. Wir werden nicht genügend Anreize und Angebote bekommen oder diese Angebote werden die Nische nicht schnell genug verlassen können, wenn die Politik nicht regulierend eingreift. Und da ist für mich die Stadt der Zukunft zum Beispiel auf der einen Seite auch verschlossen, da kommt nicht mehr alles rein. Also da muss man auch ganz klar sagen, ab hier fährt man nicht mit einem fossilbetriebenen Fahrzeug rein. Da muss man individuellen Parkraum, der ja im öffentlichen Raum geduldet wird, man muss einfach Kfz-Stellplätze massiv abbauen. In Tokio zum Beispiel bekomme ich nur die Zulassung für ein Auto, wenn ich einen Stellplatz nachweisen kann. Das ist jetzt nicht eins zu eins das, was wir übernehmen wollen, aber ich habe zum Beispiel eine sehr kleine Wohnung, ich habe kein Wohnzimmer, ich würde auch gern mein Sofa auf die Straße stellen und den öffentlichen Raum nutzen, um halt wenigstens dort Fläche zu haben, aber da würde ich nicht lange drauf sitzen und beim Auto, das dort stehen darf, wird das gemacht. Also das System moderne Stadt geht weg von diesem Zentralismus, den München zum Beispiel auch auszeigt, ein Zentrum und da wird reingefahren, sondern es gibt wieder die Stadt der kurzen Wege, viele kleine Zentren, eine Durchmischung von Arbeiten, Wohnen, Leben, gesellschaftliche Sachen, um einfach viel stärker wegzukommen von diesem Zwang auch, weite Strecken zurücklegen zu müssen. Wir hatten in den 50ern, war zum Beispiel die Strecke, die ein Deutscher im Durchschnitt im Jahr zurückgelegt hat, war bei 1000 Kilometer. Heute sind wir bei 13.000, 14.000 Kilometer. Also, und das Ganze nennt sich noch Verkehrsleistung. Also ob es eine Leistung wäre, möglichst weit und viel zu fahren, sondern wir sollten uns gesellschaftlich überlegen, wie kriegen wir genau das weg und deswegen eben eine Stadt, die ja noch viel mehr Herausforderungen hat, zum Beispiel umgehen zu müssen mit dieser Hölle Klimawandel sozusagen, also wirklich Aufheizung ganz klar, also die für Grün sorgen muss, die eine Durchlüftung sorgen muss. Leider ist im neuen Hauptbahnhof zum Beispiel kein Photovoltaik oder eine Fassadenbegrünung, Dachbegrünung vorgesehen, wobei das auch machbar wäre. Also ich glaube, die Stadt der kurzen Wege wird die Stadt der, oder die Stadt der Zukunft ist die Stadt des Menschen, der erstmal aktiv mobil ist, aus eigenem Antrieb, zu Fuß und mit dem Fahrrad und dann auf Mittelstrecken mit dem Elektrofahrrad. Dann kommt im Speckgürtelbereich das Auto ein gut ausgebauter ÖPNV, der auch engmaschiger ist als jetzt.
Ich darf da mal, mir fallen jetzt gerade ein paar Sachen ein, die ich jetzt direkt loswerden möchte. Also zum einen stelle ich mir vor, München auch als Stadt, wo jede zweite Straße überhaupt gar nicht mehr für Autos ist. Also wie so ein Netz, so zack, 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 da fahren die Autos. Und das sind vielleicht sogar Autos, die selbstfahrende Dinger sind, die niemandem gehören, also der Allgemeinheit gehören, keine Privat-PKWs. Und auf der einen Straße fahren nur die Radler oder und E-Scooter und was weiß ich wer alles und die Fußgänger gehen da. So und dann und diese ganzen Privat-PKWs, die würde ich, also das würde ich tatsächlich irgendwie, die würde ich nach irgendwohin verbannen. Was mir ja wahnsinnig stinkt, ist, dass es überhaupt noch innerdeutsche Flüge gibt. Dass man auch dann aber vom Flughafen in die Stadt, also es gibt ja manche Flughäfen, die haben gar keine vernünftige, also gar keine Anbindung von öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen in die Stadt, total wahnsinnig. Also eigentlich müsste man doch sagen, Inlandsflüge komplett streichen. Dafür gibt es ja jetzt die schnelle Bahnstrecke von München nach Berlin zum Beispiel, knapp 4 Stunden. Sagst du aber auch, findest du auch nicht so super. Ich habe jetzt aber übrigens gehört, zum Beispiel Italien, die Strecke Rom-Mailand. 2 Stunden oder irgend sowas. Das Ticket kostet 36 Euro, weil es auch irgendwie subventioniert ist. Und die fahren im Viertelstundentakt. Da muss man nicht mal mehr warten am Bahnhof. Die kommen so zack, zack. Wer braucht da noch ein Auto? Also die Realität muss man sich einfach vor Augen führen. Wenn heute ein junges Start-up-Unternehmen an einem alternativen Verkehrsmittel baut, das irgendwo dann vielleicht Sinn machen würde im Stadtverkehr, im urbanen Raum. Ich nehme mal einen Roller elektrisch oder sowas. Oder wenn so Dinge passieren, wie dass wir seitens des Bundesverbands fordern, die Stundenkilometerbegrenzung für Versicherungskennzeichen bei Rollern von 45 auf 55 km/h zu heben, um den Roller attraktiver zu machen für die Stadt, weil du dann auch mitrollst, kein Verkehrshindernis bist, weniger Platz wegnimmst. So ein Roller hat 1/4 der Fläche von einem Auto, das der einnimmt, gerade im Sharing-Bereich und so weiter, dann kriegst du so ein Gesetz nicht durch. Warum? Weil 350 Lobbyisten der deutschen Autoindustrie nach Berlin rennen und sagen, es kommt gar nicht in Frage, das könnte uns unterm Strich einen Zweit- oder Drittwagen kosten. Das ist die Realität. Sollen sie halt Scooter bauen? Ja, ja, Moment. Es kommt ja gerade. WME macht es ja gerade. Ja, also, nur da muss man sehr vorsichtig sein. Deswegen müssen wir alle, auch wir als Verband, genau hinschauen. Das tun die übrigens auch schon länger. Nur das sind so Stories für die Presse, die man auspustet und so tut, als ob. Um einfach mal wieder ein bisschen das wegzuwischen, damit das gar nicht so groß zur Debatte wird. Wir müssen es zur Debatte machen. Wir müssen es mit einem politischen Willen hinterlegen. Es gibt keinen politischen Willen, weil sonst würden Politiker Elektroautos fahren und mit dem E-Bike in Berlin rumfahren. Das ist aber nicht der Fall. Die bayerische Staatsregierung hat vor ein paar Jahren mal eine Zahl rausgegeben, weil man sie gefragt hat, das glaube ich ist jetzt 4 Jahre her, oder 3, wie viele Elektroautos sie in dem Jahr zugelassen haben. Die lassen pro Jahr insgesamt über alle Ämter und Behörden, glaube ich, so 1500 Autos neu zu. Sage und schreibe hat man dann mit stolzer Brust verkündet, dass man 2 Plug-in-Hybride oder 3 und einen Elektrowagen angeschafft hat. Und wenn man dann fragt, warum tut ihr es nicht, dann ist die zweite Antwort, und das ist kein Blödsinn, was ich hier erzähle, sondern ist die Realität, dann heißt es ganz simpel und einfach, ja, da warten wir so lange, bis es Autos von der bayerischen Autoindustrie gibt. Selbst Baden-Württemberg hat es geschafft, tatsächlich über die Schaufenster Elektromobilität zu erreichen, dass sie Fremdfabrikate kaufen durften, um überhaupt Autos und Fahrzeuge, egal welcher Art, das waren auch Paketfahrzeuge, das waren auch kleine Transportfahrzeuge, Cargo-Bikes, Roller und so weiter, das hat man ihnen gestattet. Da ist einfach so eine Lobby dahinter gestanden seitens der Regierung. Da hat halt dann die Regierung gesagt, ja, das wird jetzt gemacht. Und wir wissen ja, die ist ein bisschen grün seit neuestem. Und komischerweise hat es da funktioniert. Ich habe jetzt nur auf die Uhr geschaut, weil ich dachte, hallo, Mobilität, damit wir uns nicht zu sehr und zu lange bei dem Auto aufhalten, oder, wollen wir natürlich schon noch weitermachen, ist ja wichtig, betrifft uns ja alle direkt. Aber Mobilität geht ja noch ein bisschen weiter, Land, Luft und Wasser, ne? Oder? Aber das würde mich nämlich dann schon noch interessieren, Fliegen. Fliegen ist. Da hast du was angedeutet. Darf ich das so kurz? Hau raus! Wir können aber gerne noch bei Stadt und. Wir machen, wir kommen auch wieder zurück, aber sprich über das Fliegen, ja? Sehr gut. Okay. Weil zur Mobilität bei uns
da wird man weiter wegkommen. Jetzt kommt er, weil er früher Reisefilme gemacht hat. Das war er in der ganzen Welt schon gewesen, jetzt will er es den anderen verbieten. Also los. Das muss ich mir immer wieder anhören. Ich bin für Sie in dieser weiten Welt gewesen. Ich habe Filme da gemacht. Ich habe wunderschöne Bilder mitgebracht. Die können Sie sich in tollen Filmen anschauen und zu Hause bleiben. Das geht doch auch. Ja. Also dann, okay. Was ist die Idee? Ja, die Idee ist nicht die Idee, das ist eine Überlegung für Sie. Wir sind ja hier auch, damit wir uns vielleicht selber ein paar Gedanken machen, dass zum Beispiel das Fliegen ein Riesenproblem ist beim Thema Mobilität. Es sind 4 Milliarden Menschen 2015 geflogen. Lassen wir mal die Businessflieger weg und die Oma in Amerika besucht haben. Der überwiegende Teil waren sogenannte Vergnügungsreisen, also Urlauber. Und dazu zählen wir ja alle irgendwie. Ich kenne sogar einige im Raum hier, die gerade zurückgekommen sind, gestern wieder. Also eins muss uns klar sein, ein Flug nach Teneriffa ist ein Jahr Autofahren mit 13.000 Kilometern. Also nicht Tesla natürlich. Also die Elektro fallen da raus. Ne? Aber für den normalen Stinker, also den Verbrenner, sind das 13.000 Kilometer im Jahr, wenn er einmal nach Teneriffa und zurückfliegt. Nur kurz so, aber wir fliegen ja noch viel weiter. Wir sind ja überall auf dieser Welt jetzt unterwegs, indem wir Urlaubsreisen machen. Und die braucht ja erstmal gar keiner. Also der Planet braucht sie nicht, die Menschheit zum Überleben auch nicht. Also jetzt zähle ich also nicht zu den notwendigen Mobilitätsfaktoren, den Urlaubsflug. Und da hätte ich gerne mal natürlich auf der Basis dieser Erkenntnis die Frage, wir reden ja über Visionen jetzt auch, an den Kurt, du hast was angedeutet, geheimnisvoll, da passiert was. Naja, Bauhaus Luftfahrt hat schon vor 3 Jahren angekündigt in einer Studie und die ist belegbar und die kann man auch nachrechnen, dass wir bereits 2035 oder 30, ich weiß jetzt nicht ganz genau, sämtliche Inlandsflüge rein elektrisch durchführen könnten. Also die Luftfahrt ist definitiv in der Lage jetzt dazu. Interessanterweise kommt dann ein System wieder zum Tragen, das schon mal bei den Autos angedacht ist, gewesen ist, nämlich der Wechselakku. Kann man sich vielleicht noch erinnern, ganz zu Anfang gab es da einen gewissen Herrn Agassi, also nicht der Mann von der Tennisspielerin, sondern ein ehemaliger SAP-Mann. Der war selber auch Tennisspieler. Ja, genau. Und der hat diese, wir nennen das Insellösung, angeboten, das heißt also, Akkus zu wechseln im Auto, also Wechselstationen. Aber da hat sich ja der Akku jetzt so schnell entwickelt, dass das ein Blödsinn ist. Aber Fakt ist, beim Flieger wäre das ohne Probleme möglich. Und die Flugzeuge kann man auch entsprechend gestalten. Und speziell die Akkus sind extrem leichter geworden in dieser kurzen Zeit von den letzten 4, 5, 3 Jahren. Das ist ja nur noch 2/3 dessen, was wir vor 3 Jahren hatten. Also allein die Entwicklung. Das ist die eine Geschichte. Die zweite ist, man versucht natürlich in diesen schönen Welten, ja, jetzt auch über kleinere Flieger nachzudenken, diese Kopter, die ausschauen wie Drohnen, mit Sicherheit auch eine Alternative für gewisse Dinge, sofern sie dann elektrisch auch noch betrieben werden. Aber die Luftfahrt selber beschäftigt sich intensiv damit, bis dahin gehend, dass man sagt, okay, diese ganzen Bewegungen am Flugfeld selber werden ja auch alle mit Kerosin betrieben, also allein das Hin- und Herfahren. Da fängt man an, Radnabenmotoren zu benutzen in den Fliegern, die elektrisch zu betreiben, weil durch das Landen und die Rekuperation kann man da wieder sehr viel Energie aufladen. Da ist man gerade dran. Aber man baut auch die ersten Flieger tatsächlich für Personenverkehr, für 4, 6, 8, 10 Personen, um Inlandsflüge durchführen zu können. Das ist durchaus jetzt machbar. Und trotzdem bin ich dagegen. Aber gut, schön, dass es das geben kann. Mir fällt gerade was sehr Schönes ein. Es gibt ja sogar Geräte, die Strom erzeugen, während sie fahren. Also ich weiß, es gibt da zum Beispiel in den Bergen, da gibt es so einen Bergbau, also so Steinbruch heißt es. Da fährt so ein riesen Lastwagen, ein riesen Drumteil, fährt immer leer bergauf, um dann voll wieder runterzufahren. Der hat einen Elektromotor drin und der abends, wenn er in die Garage fährt, gibt der Strom ab, weil der natürlich leer hochfährt, voll runter, beim Runterfahren bremst er, die Energie wird umgewandelt in Strom, der verbraucht zum Hochfahren weniger Strom, als er beim Runterfahren gewinnt, wahnsinnig clever. Das ist jetzt ein bisschen interessant, würde ich sagen, wir waren aber jetzt gerade beim Fliegen. Ja, ja, ich weiß, dass wir beim Fliegen waren, ich sage nur, weil wir gerade über Strom, wir reden über Stromerzeugung und mir gefällt natürlich Moment der Gedanke. Moment mal. Es ist ja beim Fliegen auch nicht so weit hergeholt. Es gibt ja inzwischen Menschen, die belegt haben, dass man mit Tragflächenbelegung, mit Photovoltaik
und anderen Dingen auch Flieger unheimlich interessant elektrisch gestalten kann, ohne dass man jetzt da unbedingt den Strom aus der Steckdose anzapft. Also da sind wir wirklich auf einem super guten Weg, zumal der Leichtbau in dem Bereich massive Fortschritte macht durch verschiedenste Materialien, dass das alles sowieso am Schluss wesentlich dezentraler organisiert werden muss, nicht so wie wir es jetzt kennen. Selbstverständlich werden wir nicht alles abschaffen können und das werden wir vielleicht auch nicht mehr erleben. Aber wir werden einige Dinge erleben, wo wir uns wundern werden, um es mal einfach zu sagen. Ich nehme da immer ganz gern mein Handy raus und zeige es, mache ich jetzt nicht, aber sonst mache ich das, weil vor 11 Jahren hat Steve Jobs das Ding auf den Markt gebracht und wer hätte damals gesagt, dass jeder heute von uns eins in der Tasche hat. Und da haben die Nokia-Leute ja sich köstlich amüsiert drüber damals, wie wir wissen. Und Nokia ist jetzt zurück im Kerngeschäft, Gummistiefel und Gartenschläuche. Das ist die Frage, ob ich das will. Also ich bin ein totaler Fan von pragmatischen Ansätzen, machen, was geht und dann auch umsetzen, was geht. Wir diskutieren, also ich kriege das oft so mit, so Stammtischdiskussionen, ich werde ja praktisch bei jeder Gelegenheit beim Essen in der Verwandtschaft, Familie angesprochen, du mit deiner Elektromobilität funktioniert ja eh alles nicht und so weiter. Ich sage, macht es doch einfach mal, dann könnt ihr mitreden. Als ich zum ersten Mal Bungee-Jumping gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, muss das sein. Aber habe ich mir gedacht, das probierst du aus, dann kannst du erst mitreden. Also bin ich rauf und runter gesprungen. So, und dann wusste ich, wie es ist. Da habe ich mir auch ein Bild machen können drüber. Aber ich kann mir doch kein Bild machen über Elektrofahrzeug, Elektroauto, ein Sharing-System, einen intermodalen Ansatz, eine App, wenn ich es nicht selber ausprobiert habe. Das ist doch sinnlos. Anfangen, machen und tun. Es geht im Moment alles und es sind alle Tools vorhanden. Erzähle mir keiner, dass es das Tool, das er für sich braucht, nicht gibt. Jetzt mache ich mal die Brücke. Du sagst weniger fliegen und dann sagst du, ja gut, man kann aber auch mit selbstverständlich, da muss ich jetzt eingreifen. Ja. Freilich kann ich weniger fliegen. Verdammt nochmal, zu was haben wir denn Skype erfunden und was weiß ich, alles für einen Scheiß. Und ich muss nicht jeden Idioten selber Visage gegenübersetzen. Das geht auch anders. Übrigens, ist eine ganz interessante Entwicklung. Manchmal muss der Druck im Kessel einfach passieren, den haben wir nämlich im Moment, durch den Ausfall von Air Berlin und die Verteuerung der Lufthansa, Preise, müssen die Firmenverwalter, die Reisebudgets verwalten, anfangen, genau darüber nachzudenken und zu sagen, verdammt nochmal, musst du da hinfliegen oder können wir das nicht mit Skype machen oder mit einer Telefonkonferenz? Genau. Fertig. Ja. Ist doch alles da. Warum nutzen wir nicht die Tools, die es gibt? Wir machen immer irgendwelche Szenarien auf und in Deutschland super gern Horrorszenarien. Es stimmt, weil du gerade davon ausgegangen bist, dass wir weniger in Urlaub fliegen sollen auch. Gell? Das ist ja auch eine Art von das Unterstellung, die ja durchaus auch, du sagst es auch gern gleich schärfer, müssen wir vielleicht auch in die Nähe reisen. Und da fällt mir jetzt ein Land ein, über das oft auch negativ gesprochen wird, Österreich. Du bist da halb zu Hause. Du erzählst aber ganz tolle Sachen über zum Beispiel österreichische Touristikdörfer. Ja, es gibt in Österreich viele Beispiele und wirkliche Leuchttürme, die uns beweisen, dass es auch anders geht. Und die Österreicher, ich behaupte es nicht, sondern es ist belegt, sind uns da in vielen Dingen einen Ticken voraus. Es gibt eine absolute Vorzeigegemeinde, das ist Werfenweng, die haben vor 20 Jahren angefangen, nachhaltiger zu werden. Es ging mit banalen Dingen los, wie zum Beispiel einen Autoschlüssel abgeben während der Urlaubszeit und es wird sichergestellt, dass man irgendwo hin transportiert wird, in Gefäßen, ja, genau, also nicht einer, sondern 7, 8 zum Dorffest oder sonst was. Und dass da nicht jeder einzeln mit dem Auto hinfährt, hat den Nebeneffekt nur, dass man sich besaufen kann, ohne dass man dann hinterher Probleme kriegt. Und man lernt sich kennen, auch nicht schlecht. Das kommt auch noch dazu. Und inzwischen ist man da so weit, dass man alles gemanagt bekommt von seinem Urlaubsort und sich um gar nichts mehr kümmern muss. Und wer mit der Bahn anreist, kriegt Bonuspunkte. Da gibt es halt einfach nochmal was oben drauf. Da ist die Touristikkarte mit Eintritt in sämtliche Bäder und schlag mich tot sonst was einfach mit dabei. Und da gibt es nicht nur ein Dorf in Österreich, da gibt es zig Dörfer. Und es gibt inzwischen die Alpine Pearls über die ganzen Alpen verteilt, wo sich Menschen treffen, um darüber zu diskutieren, wie können wir das in Zukunft anders regeln. Ich war gerade in Serfaust, da hat man eine U-Bahn in die Stadt reingebaut, um die Autos draußen zu lassen und. Das ist noch nicht die letzte Lösung, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber es sind Ansätze, Anfänge, pragmatischer Art und da sind uns die Österreicher voraus. Pragmatischer denken die wie wir. Egal ob es beim Essen ist, bei der Nachhaltigkeit, in der Hotellerie, da wird einfach gemacht und nicht lang drum rumdiskutiert. Und das Tolle ist, und da komme ich wieder zum Eingangssatz zurück, es ist kein Verzicht in dem Sinn, sondern sie haben einfach nur gemerkt, hoppla, jetzt geht nichts mehr, zum Beispiel Schnee weniger, also irgendwie müssen wir uns was einfallen lassen, wir machen was Neues, wir machen was anderes und lustigerweise verdienen sie jetzt sogar mehr Geld und haben mehr Spaß sozusagen an der Sache als vorher.
Stimmt's? Belegbar, ja, in einigen Gemeinden, also definitiv macht man inzwischen mit der Seilbahn im Sommer mehr Geschäft als wie im Winter. Und Seilbahn finde ich total cool, das ist nämlich auch eines der Verkehrsmittel der Zukunft. Wir erleben gerade, wie unser Mitglied Doppelmayr, da sind wir extrem stolz drauf, in La Paz in Bolivien, die größte Seilbahnanlage der Welt baut, mit am Schluss 29 Kilometer Seilbahnen. Das Verkehrsproblem war dort einfach nicht mehr anders zu bewältigen, zumal massive Höhenunterschiede, nur enge Gässchen, da haben die Leute zur Arbeit teilweise 2,5 Stunden einfach gebraucht. So, 9 Kilometer Seilbahn sind bereits gebaut und siehe einer an, die kommen plötzlich in 20 Minuten in die Arbeit. Das Ding wird angenommen ohne Ende. Und was man am Anfang Angst hatte, dass da so soziale Brennpunkte entstehen könnten, hat man damit widerlegt, indem man gesagt hat, okay, das lassen wir gar nicht erst zu. Am Umsteigebahnhof, da machen wir eine Bücherei rein, da machen wir einen Kindergarten hin und. Funktioniert tadellos. Und andere Städte fangen an, auch dieses zu übernehmen. Aber ich habe gehört, die Hochseilbahn kommt auch in München eventuell. Ob sie kommt, schauen wir mal, aber es ist auch erwiesen, dass für München, auch für flache Städte, nicht nur wenn man Höhenunterschiede hat, eine sinnvolle Art wäre. Es ist günstiger als viele andere Verkehrsmittel, ich habe einen schnelleren Umsatz. In der Regel ist es schon autonom, also fremdbestimmt gefahren werden. Und was ich ganz interessant an dem Beispiel finde, ist, dass man sich überlegt, wie kann ich etwas, was ich täglich nutzen muss, mit anderen Funktionsarten verschneiden. Ich könnte nämlich zum Beispiel auch ein Paket Service mit einbauen, dann brauche ich nämlich selbst mit dem Elektroauto nicht mehr von Tür zu Tür fahren, sondern dann hole ich das einfach auf meinem Arbeitsweg und vielleicht die größeren Sachen lasse ich dann doch liefern, weil an sich, ich bin immer kein so ein Freund von diesem, sind wir vielleicht beim Lieferverkehr, bei diesem Horrorszenario, wir werden immer mehr bestellen und Internet, im Grunde genommen ist der Lieferverkehr eigentlich, kann sehr intelligent sein und kann auch sehr viele private Einzelfahrten ersetzen, er muss halt und auch da haben wir die Lösungen eigentlich auf dem Tisch. Er muss halt intelligent sein, sodass dieses Auto mit Maximalbesatzfahrt, wenig Leerfahrten, wirklich gut getaktet. Aber das ist alles kein Problem. Ich glaube aber, um nochmal darauf zurückzukommen, all diese Möglichkeiten scheitern im Moment daran, dass, sag ich mal, die nicht nachhaltige Variante zu billig ist. Ich denke mir auch oft, wenn ich die Diskussion höre, was können wir denn noch tun, um den Elektroauto, den roten Teppich in unsere Städte hineinzumachen? Also in der Stadt muss ich es nicht unbedingt haben, aber dann denke ich mir, naja, denk doch andersrum. Warum soll nicht die nachweislich schädigende Mobilität, warum soll die nicht einfach deutlich teurer werden? Und die Elektromobilität darf, oder das Elektroauto darf das, was alle heute dürfen. Wir fördern ja indirekt tatsächlich jedes Jahr noch den Diesel mit 7 Milliarden Euro, nur in Deutschland, weil er eben weniger Steuern dafür bezahlt werden als für den normalen Sprit. Das ist doch das Erste, was weg muss. Das ist so simpel und einfach. Und das Geld verwenden in neue Ideen, in neue Dinge, in neue Investitionen. Und schon ging richtig eine Welle los. Vielleicht nochmal kurz, ganz kurz nur auf die Zahl noch was draufgesetzt. Es gibt mittlerweile verschiedene Studien, die die gesamte Auswirkung des Verkehrs bündeln und sagen, was kostet das dem Steuerzahler? Und da kommt man einfach drauf, dass jeder Euro, den man autobezogen in allen möglichen Mineralölsteuer, alles, was halt da, jeder Euro, den sozusagen der Autofahrer zahlt, da legt die Gesellschaft einen Euro drauf. Eine 100% Förderung und das ist wirklich Geld, das man ganz anders nutzen kann. Ja, für mich die wunderbarste Förderung der deutschen Automobilindustrie ist die Förderung der Premium-Autos über die berühmten Geschäftswegen. Ne? Die kann man ja voll absetzen. Und wenn Sie das streichen, also wenn wir uns mal vorstellen, dass wir diese Steuer oder die Kostenabsetzbarfähigkeit der Firmen wegen, wenn wir die einfach streichen, weil das sind ja meistens auch die Großhubigen, ne, klar, dann bricht unsere Automobilindustrie zusammen, oder, Herr Siegel? Nein. Nicht? Stellst du jetzt die Fragen? Warte mal, ich will zu dir zurück. Du wolltest doch was über das Fliegen erzählen. Nein, jetzt warte, das machen wir dann schon. Jetzt sag mal was über das Fliegen. Jetzt darf ich jetzt, ja, los. Du wolltest doch okay, also wir müssen alle weniger fliegen, weil, da sind wir wieder bei dem wunderbaren, es wurde das Wort intelligent öfter gebraucht. Dieses Wort intelligent wurde immer irgendwelchen Systemen zugeschrieben. Ne? Meistens dann dummerweise auch noch, wenn es kommt, ganz dumm kommt, irgendwelchen Algorithmen, die das dann für uns übernehmen. Aber soweit schreibt man jetzt noch gar nicht. Also, wir sind doch gefordert mit unserer Intelligenz. Und wenn wir feststellen, dass etwas nicht mehr so funktionieren kann, wie es gerade funktioniert, sei es jetzt die Mobilität in
Städten auf dem Land mit Autos und sonstigen raffinierten kleinen Fahrzeugen, mit denen wir uns hier von A nach B bewegen wollen, dann und natürlich zu meinem Thema Fliegen natürlich auch noch ganz, ganz entscheidend, weil das ist genau ein Bereich, den die meisten von uns also nicht täglich brauchen schon gleich gar nicht, wo also so ein bisschen dieser ja, Fun oder Freizeit oder Vergnügungs- oder ja, Freude und Sinn des Lebens stattfindet, also Urlaub wird uns ja so verkauft, wo wir alle ein bisschen gefordert sind mit unserer Intelligenz, dass wir uns da einbringen und sagen einfach, weniger ist mehr. Weil da sind wir dann noch beim anderen Mobilität, Wasser haben wir noch ganz vergessen, fällt mir noch ein, ne? Wasser. Haben wir nicht vergessen, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Haben wir noch Zeit? Naja, okay. Natürlich haben wir Zeit. Ja. Wir haben alle Zeit der Welt. Also bleiben wir noch in der Luft. Und da sind wir bei einer, ja, das ist eine Entwicklung auch beim Fliegen natürlich, Preis billig. Dieses Thema, in den Massenmarkt zu gehen, dass man also immer mehr fliegt, das hat natürlich sehr viel was mit Preisen zu tun, weil das nutzen dann viele Konsumenten, sage ich jetzt, in dem Fall Paxe, und die fliegen dann immer gerne, immer mehr, und das Ganze haben wir natürlich auch bei der Ernährung, klar, Lebensmittel, die immer billiger werden und Lidl und Aldi mit eine Schweineschulter oder was auch immer für 1,99 € von grauenhaft produzierten Qualitäten in Massentierhaltung. Also da sind wir immer bei billig und Masse. Das haben wir bei der Mobilität ja auch das Problem. Ne? Und das trifft natürlich beim Fliegen, bin ich wieder bei meinem Thema, sehr stark zu, weil wenn ich hier höre, dass es hier Preise gibt, das Kurz hat es schon angeschnitten, wenn hier ein Billigflieger pleite geht, wie Air Berlin, dann plötzlich ist Erregung im Markt, hoppala, halt, das ist ja viel teurer, weil die Lufthansa ja Monopolist, die Schweinerei geht ja gar nicht. Nein, die Preise von Air Berlin waren längst zu billig. Das geht nicht, so kann man nicht vernünftig wirtschaften, auch die Mitarbeiter lasse ich jetzt mal ganz vor, bis hin, dass es irgendwann auch mehr an der Sicherheit ein Problem wird. Und das gilt generell fürs Fliegen. Wenn ich für nach Lissabon und so für 29 € schnell mal fliege, last minute, so eine Idee, last minute, das Fliegen runterhaue vom Preis her und damit natürlich immer mehr Maschinen in der Luft sind, ja logisch, man kann sie voll machen. Irgendwie kriegen wir den Flieger schon voll und sei es natürlich über den Preis. Und da sind wir gefordert, da ist der Konsument gefordert, mit seiner Intelligenz das zu erkennen, dass es so nicht geht. Dass im Endeffekt auch da das Fliegen irgendwo an die Wand, nicht fliegt, doch ja, eine Wand ist schlecht, kann man an die Wand fliegen, also abstürzt, ne, abstürzt. Das meine ich, dass man bei aller Überlegung, wer kann irgendwo was regeln, im Endeffekt sind wir dabei. Also das wäre noch zum Thema Fliegen. Das heißt aber auch, dass der Markt eben nicht alles regelt? Der Markt regelt schon, der freie Markt. Weil der freie Markt heißt, Konkurrent, ich mache es billiger, damit ich in den Markt reinkomme. Aber er regelt das nicht zum Guten, meine ich. Er regelt zum Minderen. Ja? Ja. Minderen. Und da ist der Konsument gefragt, das zu erkennen, dass er nicht jedes Schnäppchen und billig ausnutzt, sondern einfach mal sagt, nein, ich brauche es auch nicht. Ich muss auch nicht jetzt für 29 € unbedingt 2-3 Tage City nach Lissabon, das Wochenende, Schatzi, das gönnen wir uns. Nein, das gönnen wir uns jetzt mal nicht. Alles gut. Gibt es dafür Pralinen und wir bleiben zu Hause. Ja, oder ja. Du kriegst mich. Wunderschön. Dann doch lieber nach Lissabon. Nein, also, sag, okay, also das heißt, wir müssen sozusagen auch von oben regulieren. Also zum Beispiel, aber wir müssen natürlich auch aber von unserer Denke her auch endlich mal kapieren, das gilt ja auch für Ernährung, gilt für alle möglichen anderen Sachen, dass Geiz nicht geil ist, dass niedrigste Preise eine falsche Verlockung sind, dass wir einfach wirklich auf den Gedanken dahinter achten müssen, nicht nur auf das Preisschild. Was bedeutet das genau? Warum ist dieser Preis entstanden? Durch was genau? Da muss ich bei Lebensmitteln feststellen, bei Fleisch. Man weiß es ja selber, wir sind ja jetzt auch nicht in diesem Thema, aber es ist auf jeden Fall auch da bei der Mobilität ein ganz starker Punkt, dass man eben auch da drüber nachdenkt, was man da eigentlich treibt, wenn man billigst. Er hat es ja gerade wunderbar gesagt, das ist zu billig. Diese fossile Fahrerei und alles, was dazu gehört, ist einfach nachgeschmissen. Wir haben den billigsten Benzinpreis aller Zeiten, umgerechnet aufs Nettoverdienst, Gehalt oder wie man das auch immer nennt. Das ist Fakt, das will aber keiner sehen. Ein Liter Diesel, glaube ich, heute gerade aktuell 1,15 oder was weiß ich, oder 1,17, ist ja völlig egal. Das ist ein Witz. Das ist ein totaler... Also es ist Gaga, um es ganz einfach zu sagen.
Wenn ich jetzt nicht nach Lissabon fliege, dann fahre ich aber dafür mit diesem Kreuzfahrtschiff. Und das sind ja auch totale, weil wir jetzt noch nicht über Schiffe gesprochen haben, das sind ja auch totale Dreckschleudern, abgesehen davon. Andreas, da kennst du dich trotzdem aus, obwohl du nur in München bist und nie verreist, oder? Tatsächlich verreise ich wenig, ja. Obwohl wir die Binnenschifffahrt in München schon lange abgeschafft haben, kenne ich mich ein bisschen damit aus. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Preisdruck zu tun. Als vor einigen Jahren das Rohöl einfach teuer war, deutlich teurer, da haben Schiffe angefangen, eine weitere regenerative Kraft zu nutzen, nämlich die Windkraft. Also das waren zwar keine Segelschiffe im herkömmlichen, sondern die haben dann diese Gleitschirme vorgespannt gehabt. Das lief auch ziemlich gut. Die Technik ist natürlich eine neue Technik gewesen, nicht ganz unanfällig. So Sachen rentieren sich erst dann, marktreif zu produzieren, wenn alles andere teuer ist. Und da es jetzt wieder billig ist, sind diese ganzen Ideen einfach ziemlich schnell wieder vom Markt gekommen. Klar, weil jeder Geschäftsmann überlegt sich, wie kann ich das anbieten, wie kann ich konkurrenzfähig anbieten. Und da ist nun mal derzeit der fossile Antrieb der billigste. Und auch deswegen glaube ich auch hier, also wir haben hier auch für die Schiffe, wir haben die Windkraft. Und da muss man nicht in die Segelschiffromantik zurückverfallen, was ich auch nicht unattraktiv finde. Aber es werden neue Formen von Schiffe können produziert werden, genauso wie neue Arten von Flügen produziert werden können. Es ist aber wie bei allem, was wir auch anders produzieren können, es ist die Masse. Es ist, war ja schon gesagt, es ist die Frage, kriegen wir die heutige Masse, den heutigen Verbrauch mit diesen anderen Dingen tatsächlich befriedigt? Und ich glaube, nein. Ich glaube, dass es auch beim Strom herausfordernd wird, wenn man ihn nur regenerativ produzieren will. Ich glaube, es geht, aber wir müssen auch auf der Konsumentenseite es verändern. Ja, Schifffahrt ist extrem dreckig und da wird halt wirklich das schlammigste, ekligste Rohöl reingekippt, das man fahren kann, weil das die Schiffsmotoren eben können und weil der Rest halt im Meer verklappt wird. Also Schifffahrt ist schon eine ganz schöne Dreckschleuder. Alle Schiffe, die gleichzeitig unterwegs sind, wenn man die aneinander stellen würde, würden die Fläche von Berlin, Köln und München zusammen einnehmen. Und die meisten davon sind total Dreckschleudern. Ja, und das Schlimme ist, dann stehen sie im Hafen und werden immer nur mit diesem Schweröl betrieben, selbst im Stillstand. Auch bei der Logistik. Wenn heute in den Großmarkthallen ein LKW reinfährt, dann während der dort steht, und der steht da zum Teil länger, lässt er ständig das Dieselaggregat laufen für die Kühlung, für alles Mögliche, was halt rund um diesen LKW Bedarf ist. Der könnte sich genauso gut an den Strom anstecken. Wurde jetzt in den Großmarkthallen in München noch nicht gemacht, weil die ja vielleicht sowieso ganz umgebaut werden sollen. Aber das Problem ist bekannt, es macht halt niemand was dagegen. Noch dazu, wenn ich das richtig verstehe, in der Großmarkthalle steht dann der Diesel und verpestet das Gemüse, das ich danach kaufe, oder? Ja, und die Stadtluft natürlich. Man hat ja, wenn man jetzt beim Thema Luftreinhaltung ist, oder Luftschadstoffe sind ja immer ein Gemisch aus gerade aktuell entstehendem durch Verbrennungsmotor oder Abrieb, also am Auto zum Beispiel entstehenden und diesem Hintergrundrauschen, und da trägt es natürlich dazu bei, also sozusagen die Belastung, die allein dadurch, dass die Stadt ist, sowieso existiert, gibt es aber auch auf dem Land, also wird immer als Hintergrundbelastung bezeichnet. Du hast ja vorhin schon mal so angedeutet, dass eigentlich so Institutionen perfekt geeignet wären, um groß umzusteigen. Ich sage jetzt mal die Polizei, so vielleicht sogar das Militär, keine Ahnung, aber auch so Einrichtungen wie Caritas und so weiter und so fort, Krankenwagen und so weiter und so fort. Was fällt dir dazu ein? Naja, das ist genau die tolle Entwicklung, die wir momentan Gott sei Dank erleben dürfen. Wir erleben es ja im Paketzustelldienst mit der neuen Company Street Scooter, die am Anfang belächelt wurde. Da lacht jetzt niemand mehr, speziell keiner mehr aus der deutschen Autoindustrie. Sag mal genau, was das ist. Street Scooter ist ein Paketfahrzeug, wie jedes normale Paketfahrzeug, das wir bisher kennen, auf Basis eines Mercedes oder Fiat Ducato oder wie die alle heißen, die kennt ja jeder. Wo halt rein elektrisch fährt. Der Deal ist zustande gekommen vor 4 Jahren, als die DHL Green Mobility Division händeringend nach einem Elektrofahrzeug gesucht hat, weil die wissen ja auch, dass sie demnächst nicht mehr in die Stadt reinkommen, wenn sie nicht elektrisch fahren. Diese letzte Meile ist ja momentan das Thema schlechthin, wo der größte Druck entsteht. Da arbeiten wir im Moment auch am massivsten dran, weil da kann man sehr kurzfristig sehr viel erreichen. Hat dann eben DHL gemacht. Indem DHL dann hergegangen ist, auf Empfehlung von uns,
sich mit der RWTH Aachen zusammengeschlossen hat und jetzt tatsächlich ihr eigenes Paketfahrzeug produziert. Immerhin schon 5000 dieses Jahr. Aber jetzt wird es spannend. Das haben natürlich andere mitgekriegt. UPS, DPD, der Bäcker, der Metzger, der in die Stadt rein muss. Und interessanterweise, der Markt explodiert jetzt regelrecht. Die müssen jetzt eine zweite und dritte Halle so schnell wie möglich bauen, um mit der Produktion nachzukommen, um dem Bedarf gerecht zu werden. Weil dieses Fahrzeug ist jetzt nicht kurzfristig gedacht, sondern sehr langfristig und sehr stark bezogen gebaut für die DHL. So ein Postfahrzeug, das wird ziemlich ramponiert. Also der Zusteller, der passt jetzt da nicht immer unbedingt auf. Randstein rauf, Randstein runter, der bleibt da mal an einer Ecke hängen. Bei diesen klassischen Fahrzeugen von Mercedes und VW und Ducati und wie die alle heißen, Fiat, sind da erhebliche Schäden entstanden. Und da hat man bei der Entwicklung dieses DHL-Fahrzeuges neu von Street Scooter von vornherein all diese Dinge in Betracht gezogen und gesagt, warum muss denn diese Ecke lackiert sein? Da machen wir ein Kunststoffteil hin, das kostet 38 Euro, das fährt er an, das wird weggeklippt, ein neues hingeklippt und der Käse ist gegessen. Das hat also nur wesentlich mehr zu tun als Benzinverbrauchen oder Nichtverbrauchen, sondern es hat das mit Nachhaltigkeit zu tun. So, und aus diesem Projekt, aus diesem tollen Projekt ist jetzt eine neue Company entstanden, mit Herrn Professor Schuh und dem Herrn Kampker zusammen, und der heißt Ego. Und das ist ein kleines für die Stadt konstruiertes Fahrzeug, das natürlich auch stark in den Sharing-Bereich gehen soll, wo aber jetzt gerade gleich zu Beginn der Produktion die Caritas einen Auftrag gesetzt hat für 3000 Stück. Und gerade diese Caritas, diese ganzen Pflegedienste, die haben immer das gleiche Fahrprofil. Die wissen genau, wir fahren am Tag 40, 60, maximal 80 Kilometer. Wir brauchen also nicht mehr. Und die bauen das Auto jetzt, was die brauchen. Die brauchen nicht 300 Kilometer Reichweite. Die bauen denen ein Auto mit 100 Kilometer Reichweite oder 150, was sie eben wollen. So, nur dann zu einem Einstiegspreis von 12.000 Euro. Und dann wird es richtig spannend. Und das ist genau das, was du dann draußen auch kaufen kannst als Endverbraucher in Zukunft und dieses Auto sieht. Und das war denen auch ganz klar bewusst, dass jetzt nicht bei dem Street Scooter, bei dem Paketauto ist jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass das schön ist. Ja? Also da muss kein Designer drüber schauen. Aber bei diesem Ego schon. Und wenn man sich das Auto mal im Internet ansieht, das schaut auch noch richtig gut aus. Das ist ein richtiger kleiner Stadtflitzer, der ein schönes Design hat, der Lust macht drauf. Und Sharing, Caritas, tausend andere Dinge, wo man es benutzen kann, ist das genau das Richtige zu einem sensationellen Einstiegspreis. Was bitte nochmal nicht das Thema, vielleicht nur eine Story zu diesem Überlasten der Städte mit Autos. Als BMW damals den E-Mini nach London gegeben hat, mit einer Flotte, glaube ich, von 100 Stück zum Test. Dann hat man den Bürgermeister von London eingeladen, als er die Testphase vorbei war, das lief über ein Jahr, der Test, oder eineinhalb, und hat gefragt, wie war es denn mit unseren E-Minis, wie sind sie denn zurechtgekommen? Und sagt er, technisch ist das alles kein Problem, nur sie lösen unser Problem nicht. Parkplatz. Und dann haben witzigerweise ein paar BMW-Ingenieure auf die Schnelle eine App entwickelt. Und zwar folgende, ganz simpel. Wer verlässt die Stadt in London, Urlaub, Dienstreise, sonst was, eine Woche, zwei Wochen, drei Tage, wer hat den Parkplatz frei und wer vergibt ihn an jemanden, der rein muss? Und so hat man in London innerhalb einem halben Jahr 5000 neue Stellplätze geschaffen, ja, mit einer total genialen App und sonst nichts. Also so einfach kann einfach sein, aber man muss es wollen. Ich gehe nochmal auf das zurück. Wir sehen nicht das Ganze mit dem politischen Willen hinterlegt, den es bräuchte, damit man da wirklich weiterkommt. Und da muss die Politik die Autoindustrie in die Pflicht nehmen und nicht hinterherrennen und denen den Arsch pudern, um es mal ganz einfach zu formulieren. Genau, so. Aber offensichtlich, weil sie sich zu sehr hegen und pflegen lassen, die deutschen Autohersteller, das ist vielleicht gar nicht so schlau, will ich sagen, sondern sie sollten sich lieber ein bisschen treiben lassen, weil dann wären sie viel innovativer und würden den Zug nicht verpassen, der gerade fährt. Oder? Herr Lenz? Ja, Politik kenne ich mich nie aus, das, bitte.
Nein, aber es ist doch klar, dass die Autohersteller im Prinzip Zeit verschwenden, indem sie irgendwie die Politik dazu überreden, die Gesetze möglichst kommod zu lassen. Für sich selber verschwenden sie keine Zeit, weil sie so fette Kohle verdienen, die seit langem, in den letzten Jahren und immer noch, und die Zahlen sind ja, man kann sie im Wirtschaftsteil immer nachlesen, sehr erfreulich für die deutsche Automobilindustrie. Und das ist wie jeder Wirtschaftszweig, der gut verdient, denkt nicht dran, sein Produkt, das gilt ja auch für die Mineralölindustrie, die verdient ja auch immer noch gut, ne? Hat sicher auch was dagegen. Aber da gräsche ich jetzt mal rein, die Scheichs sind ganz weit vorne, wenn es darum geht, neue Technologien zu entwickeln. Die haben sich x Patente gekauft von der Hightech und so weiter. Die wissen, dass ihr Öl bald zu Ende ist. Wie wir alle wissen, sind die Vereinigten Emirate einer der Hauptgesellschafter bei VW. Und zwar mit fast 20%. Und hätten die nicht die Daumenschrauben die letzten 2 Jahre bei VW wirklich massiv zugezogen, wäre bei VW wieder nichts passiert. Das haben sie einzig und allein denen zu verdanken. Das ist mal eine der Fakten, die man einmal kennenlernen muss. Und die wissen auch ganz genau, wann ihr Dreck ausgeht. Also jetzt nicht die Saudis, aber die Vereinigten. Das ist so 2035 um den Dreh. Deswegen bauen die ja vor und versuchen mit neuen Geschäftsmodellen zu punkten. Und dieser Druck, der muss noch höher werden, der muss noch wesentlich massiver werden. Da ist einfach zu wenig Power da. Die eigentliche Gefahr ist ja ganz andere. Wenn wir es jetzt nicht tun, also umstellen auf E-Mobilität etc., passiert uns das, was uns in vielen Feldern schon passiert ist, wir werden alle Arbeitsplätze verlieren. Und glauben Sie es mir, ich bin Ingolstädter. Wenn man Ingolstädter ist, dort auch 8 Jahre für dieses Unternehmen gearbeitet hat, weiß man, wie sehr weh das tun wird. Das wollen wir doch eigentlich alle nicht. Also müssen wir jetzt was tun, da verlieren wir vielleicht mal im ersten Schritt 20% der Arbeitsplätze. Wir gehen davon aus, noch nicht einmal das, weil im Moment suchen wir Hände dringend, weil es eine Branche gibt, die es kapiert hat, das ist die Zuliefererindustrie, weil die inzwischen sagt, mir ist das purzegal, wenn VW mir das nicht abkauft, kauft es mir in Korea Kia und Hyundai ab oder in China sonst irgendwer oder in Japan oder in den USA. Also uns egal, und die tun auch was. Aber der Rest schläft weiter und will einfach nicht wahrhaben, was auf dieser Welt passiert. Und dieses ganze Szenario ist unheimlich rasend schnell. Und da braucht man nur einen einzigen Punkt nehmen, den Akku. Und wenn man das sieht, dann ist eigentlich schon belegt, dass ein Drittel der Wertschöpfung jetzt schon weg ist für die deutsche Autoindustrie, weil Akkus werden von LG, Panasonic und Samsung hergestellt. Und dann schauen wir mal, wo die zweiten 2 Drittel bleiben, weil wir wissen, alle intelligente Kommunikationstechnologie kommt auch nicht von der deutschen Autoindustrie, also ist das 2. Drittel weg, dann bleibt uns nur der Antrieb und mehr nimmer und die Karosse oben drüber. Und die kann ich in Zukunft mit dem 3D-Drucker in Usbekistan machen, wenn es drauf ankommt. Aber wir haben noch den deutschen Autofahrer und der hat immer noch den Spruch, freie Fahrt für freie Bürger. Ob er sich dann noch so ein Auto, selbst wenn es billiger wird, leisten kann, ist die andere Frage, weil die Arbeitsplätze ja vielleicht weg sind. Das Spannende ist da, dass das andere, die Freiheit, die eigene Freiheit da auf, wo die Freiheit des anderen berührt wird, wird bei dem Spruch irgendwie nie mit gesagt. Ich meine, es ist ja heute wirklich erwiesen, das Automobil verbraucht Platz, es schädigt die Luft, es schädigt den Menschen direkt durch Unfälle, es schädigt das Steuersystem, es ist hochsozial ungerecht. Also ich habe aus dem Rathaus habe ich mal wirklich die Aussage gehört, wenn der komplette mittlere Ring untertunnelt ist und die Leute stehen da unten im Stau, dann fangen wir zu denken an. Also das ist, es gibt in London Untersuchungen, die sind zwar schon aus dem Jahr 2000, ich glaube aber nicht, dass sie sich krass verändert haben, dass 25% der Londoner, und wir reden von der Großstadt und nicht vom ländlichen Raum, sind nicht am Verkehrskonzept angebunden, mit der Folge, dass sie schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, dadurch schlechtere medizinische Versorgung. Also all dieses Thema, diese Gerechtigkeitsfrage, also die ja die freie Fahrt für freie Bürger impliziert, ist schon spannend. Und da möchte ich auch noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir heute gar nicht hatten oder noch nicht hatten. Das ist dieses ganze Thema Elektrifizierung, wird ja eigentlich mittlerweile immer mit Digitalisierung und Autonomisierung einhergedacht. Ich halte ja dieses autonome Fahren für den größten Angriff auf das individuell besessene Auto, das es seit langem gibt, aber gleichzeitig gefeiert wird. Wir haben uns als München Autofrei 2000 gegründet. Ich meine, wir haben diesen Angriff sozusagen gemacht und mit hohem Widerstand. Jetzt wird dieser Angriff gefeiert, weil es glaubt ja keiner, dass das autonome Auto, wenn es irgendwas bewegen soll, das Auto ist, das privat in der Garage steht und mich dann überall hinfahrt, wenn ich es will, oder wenn ich es gerade nicht will, vielleicht autonom in den Urlaub fährt. Wie sieht das genau aus?
Andreas, das autonome Fahren in 10 Jahren? Das autonome Fahren in 10 Jahren, wenn es funktioniert, sieht so aus, dass es eigentlich das zerstört, was wir heute wollen, nämlich eine Durchmischung, ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr bei den Städten, eine Durchmischung der Nutzung des öffentlichen Raums in den Städten, weil ein autonomes Fahren braucht eigentlich eine eigene Fahrspur. Und wir kommen immer mehr in den Städten dazu, dass wir sagen, wir wollen Durchmischung, wir wollen Begegnungszonen, wir wollen Zonen, wo Menschen wieder aufeinander Rücksicht nehmen. Das autonome Fahren ist immer dann stark, wenn es in einem absehbaren, sehr kalkulierenden, abzirkelbaren Raum agieren kann. Flughafen ist zum Beispiel ein Thema. Warum soll ich nicht zu diesen Flugzeugen ein autonomes Auto hinschicken? Und da gibt es ja schon einige Möglichkeiten. Und selbst BMW geht ja davon aus, gibt diese Berechnung von New York, wo man mit 10% der Autos sozusagen die kompletten Autofahrten, die heute erzeugt werden, realisieren kann. Da kann mir ja doch keiner erzählen, dass das in irgendeiner Form Privatautos sind, die Automobilindustrie gleich oben hält wie jetzt. Also weil es sind ja immer diese Autonomisierungswellen, bei VW übrigens, die nächste Welle ist erstmal die SUV-Welle, dann kommt erst das autonome Fahren. Und ist auch ganz klar, dass so viele, wir haben es ja heute schon gehört, so viele fossilbetriebene Fahrzeuge, wie die nächsten Jahren hergestellt wurden, wurden noch nie hergestellt. Also dem sehen wir uns konfrontiert. Also dieses autonome Fahren ist immer, ich finde es sehr lustig, die Diskussion darüber und dem Glauben. Und das ist ja grundsätzlich bei dem Thema, das haben wir heute auch schon gesehen, es wird halt nicht diese eine Heilsversprechenslösung geben. Es sind diese vielen, vielen kleinen Bausteine, die, was mein Problem oftmals ist, die halt auch wahnsinnig unsexy zum Beispiel sind. Ein Fußgängerleitsystem, damit ich oberirdisch mich in München orientieren kann, wie weit geht es von A nach B, würde wirklich was bringen, würde deutlich den Fußverkehr fördern. Aber richtig, richtig sexy ist es nicht, wenn man das so sagt. Da ist natürlich das voll digitalisierte E-Auto, das mich autonom rumfahrt, hat schon mehr Esprit hinter sich. Also ich finde die Idee zum Beispiel sexy mit irgendeinem mit einer App. So, jetzt muss ich nach München, nach Schwabing. Da fahre ich jetzt mit meinem E-Bike zum Bahnhof. Dann fahre ich mit, vielleicht ist es sogar ein Elektroroller, den ich zusammenklappen kann. Dann sitze ich in der S-Bahn, fahre nach München, steige dann da irgendwo wieder aus, rollert dann wieder da irgendwo nach Schwabing halt und bin da. Und hab nur so ein kleines Teil in der Hand und fühle mich aber total frei und habe viel Spaß. Klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, das hätte man ja schon. Also das müssen wir jetzt nicht einmal erfinden, ja, wenn man es will. Ich sag. Aber das ist der Punkt. Nein, aber ich gehe nochmal auf das Autonomisierte, weil da wird ja so viel durcheinander gebracht. Wir diskutieren da jetzt über Szenarien, da sind wir wieder bei der 1 bis 100 Diskussion. Wir diskutieren schon wieder über 100. Die deutschen Autos schaffen im Moment gerade einmal 60 km/h. Mit Lenk- und Bremsassistenten, das ist ja schon mal eine tolle Leistung, also sensationell, ich bin geplättet. Bin hierher übrigens heute ungefähr 70% der Strecke teilautonom gefahren, weil nur Stop and Go war. Ich musste heute aus Tirol hierher, ja, und das war von Rosenheim bis zur Abfahrt Hofoldinger Forst Stop and Go. Aber das ist natürlich schon geil, wenn ich dann einfach mal zweimal so mache und dann fahrt das Ding alleine und muss mich um nichts mehr kümmern. Macht er auch, ja, kann sogar, wenn ich will, theoretisch SMS und Apps oder sonst irgendwas schreiben. Aber um das geht es nicht. Wir sind bei Stufe 4. Das heißt, wir sind noch längst nicht da, wo es irgendwann mal sein soll. Wer überhaupt Stufe 4 kann, also das können auch nur die wenigsten. Das heißt also, ich kann Spur halten, also Lenkassistent, Spurassistent und ich kann Auffahrassistent. Da wäre es zum Beispiel mal eine ganz tolle Idee, wenn man mal auf die Idee käme, endlich zwangsmäßig sämtliche LKWs auf Bremsassistenten umzulegen. Wenn wir jeden Tag die Zeitung aufschlagen und jeden Tag wieder 5 Todesopfer zu beklagen haben, weil die da drin einschlafen. Und das könnte man nämlich alles vermeiden mit einem ganz simplen und einfachen Bremsassistenten. Ich komme aus der Branche, ich habe mein Leben lang bis heute übrigens Fahrsicherheitstraining gemacht und ich weiß, wie sowas funktioniert. Aber jetzt gehen wir mal zu diesem tatsächlichen digitalisierten, rein autonomisierten Fahren. Die Welt schaut komplett anders aus. Da brauchen wir keine vorgegebenen Strecken mehr. Da kann das Auto selber entscheiden, wo es hinfährt. Da brauchen wir auch keine Ampeln mehr. Die regeln das untereinander. Das nennt man Schwarmintelligenz. Da ist man mit Algorithmen in den USA, in Silicon Valley, längst so weit, dass das heute umsetzbar wäre. So, nur wir müssen uns langsam nach vorne bewegen mit sogenannten Experimentierfeldern. Ich kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, so, jetzt stelle ich 100 solche Dinger da nach München rein, die werden das dann schon irgendwie regeln. Da muss ja die Infrastruktur dazu stimmen.
Und die Infrastruktur zu erstellen, ist das unheimlich Schwierige, nämlich die läuft über Clouds. Ja, und wenn Sie mal mit Professor Spiegelberg reden, schade, dass der heute nicht da ist, von Siemens, das ist der, der dort frei denken darf, wenn er es auch nicht umsetzen darf, aber er darf zumindest frei denken, ist ja auch schon was. Ja, wer darf das heute schon noch? Ne? Also, ich kenne nur ein paar Designer in einigen Autofirmen, die dürfen es nur ein bisschen, wobei die sind auch schon auf die Wohnzimmer-Schrankwand konzipiert, also vom Werk her. Aber das ist die Herausforderung. Wie sichere ich diese Systeme dann am Schluss über diese Clouds ab, dass es funktioniert und nicht zu Unfällen kommt? Dass die Technik wesentlich intelligenter ist wie wir, das wissen wir seit langem. Durch meine Fahrsicherheitstrainingstätigkeit, um es ein ganz einfaches Beispiel runterzubrechen. Ich bin mit meinem Fuß nicht in der Lage, so zu bremsen, wie ein ABS-Bremssystem das kann. Hätten wir nicht so viel Technik jetzt schon in den Autos, wären die Unfälle dramatisch gestiegen und die tödlichen noch viel schlimmer. Wir haben die Zunahme des Verkehrs von 1990 bis heute im Individualverkehr von 66%. In der Zeit vor der Wende hatten wir in Deutschland nur 15.000 oder 12.000 tödliche Unfälle im Jahr. Jetzt sind wir bei 3.000. Das sind immer nur 3.000 zu viel. Und das zeigt, dass Intelligenz, die Technik intelligenter ist als wir Menschen. Das muss man mal einfach feststellen. Da möchte ich gleich mal reingrätschen. Ich finde das schon wahnsinnig unintelligent. München wächst ja gerade wahnsinnig, gell? Da entstehen neue Stadtviertel. Diese Stadtviertel sind aber keine Stadtviertel, sondern Wohnviertel, wo dann 20.000 neue Wohnungen, also Menschen wohnen in neuen Wohnungen, wo es aber nichts gibt. Das heißt, da gibt es vielleicht mal einen Laden und vielleicht gibt es einen Café, einen Bäcker und ein was weiß ich was. So, und für alles andere müssen die in die alten Stadtviertel. Das heißt, da fahren sie dann, meistens gibt es dann nicht mal eine U-Bahn-Station in dem neuen Stadtviertel, sondern dann fahren die dann mit dem Auto in die alten Stadtviertel, weil es in ihrem neuen Stadtviertel, was einfach keins ist, weil sie es falsch planen, nichts zu tun gibt. Da gibt es weder ein Kino noch ein Theater, noch so, also egal was dazu dazugehört zu einem normalen Stadtviertel. Das ist doch Wahnsinn. Ja, und jetzt mache ich mich wahrscheinlich gleich unbeliebt, weil zu wenig dicht gebaut wird. Weil einfach nicht der Mut für Urbanität und für Stadt vorherrscht, sondern weil man glaubt, München mit einer quasi Gartenstadt Offensive weiter ausbauen zu können. Und die Durchmischung wird mittlerweile eigentlich schon gedacht, aber das Problem ist, wenn ich einfach nicht genügend Menschen dort habe, dann ist es auch nicht interessant für Gastronomie, für Supermärkte, für nichts ist es interessant. Und wenn ich gleichzeitig natürlich auch mir eine Planung in Freiham anschaue, wo es oberirdisches Parken gibt, wo es breite, schnurgerade Straßen gibt und da soll dann ein Tempo 30 sein, also das lädt halt auch nicht dazu ein, dass man anders lebt. Ich war, wie gesagt, wir waren jetzt in Utrecht, da wird halt ein Haus gebaut, da gibt es keine Parkplätze und wer dort ein Auto will, der muss woanders hinziehen. Und so wollen sie jetzt einen ganzen Stadtteil bauen. Und es gibt auch in Deutschland und in anderen Ländern, gibt es, will immer gar nicht von autoloser oder autofrei, man kann ja auch von autoreduziert reden, da gibt es ganze Stadtteile, da gibt es Quartiersgaragen, da ist das Auto, wie es der Wiener Professor Hermann Knoflacher vorschlägt, da ist das Auto weiter weg als der nächste ÖPNV-Knotenpunkt, dann benutze ich es auch gar nicht. Es gibt dann intelligente Systeme, dass zum Beispiel ganze Wohnblöcke gemeinsam beliefert werden. Also das, so intelligent ist es ja gar nicht, da kann selbst der Kühlschrank kann das bestellen. Also, und dann sind halt die Sachen liegen im Keller und da geht man runter, weil brauche ich ja keine Autogaragen bauen, dafür kann ich Gemeinschaftsflächen schaffen und all diese Sachen. Aber in München wird oder in vielen, vielen Städten wird halt immer sehr autogerecht gebaut und geplant. 4.000 neue Wohneinheiten bedeuten 4.000 neue Fahrzeuge und dass diese 4.000 neuen Fahrzeuge natürlich auch oder 8.000 schon die vorhandenen, die Nachbarn dann natürlich ängstigen, dass noch mehr Verkehr kommt, das ist klar. Aber gleichzeitig, wie gesagt, es fehlt der Mut zur Urbanität und gut funktionierende, das sind wir bei Jan Gehl, gut funktionierende Städte sind sehr dicht. Vergleicht es immer mit der Party. Mache ich eine Party hier im Raum mit den Leuten, die wir sind, wird es wahrscheinlich nicht so lustig, aber wenn man das vielleicht dann auch später... Also voll! Also hallo! Kleider machen, viel Kleider machen. Aber wenn wir später vielleicht in die Küche gehen dürfen, die ist wahrscheinlich hier auch groß, aber in eine kleine Küche, dann werden wir ziemlich viel Spaß haben. Also wir vertragen schon relativ viel Dichte. Ist nur warum die gehst Frage, du davon wie aus, dass du dich unbeliebt machst, wenn du das sagst? Weil in München, wenn man davon redet, dass nachverdichtet wird, dichter gebaut wird, eine hohe Angst
damit einhergeht, weil Dichte ist immer nah am anderen und wenig Platz, wenig Freiraum gefühlt, aber es geht eigentlich viel stärker um die Qualität dieses Raumes, gar nicht so sehr darum, wie viel habe ich davon, sondern wie wohl fühle ich mich in diesem Raum, und das wird halt aus meiner Sicht sehr stark vernachlässigt. Wenn du dir das alles so anhörst, was nimmst du mit als positiven Ansatz? Also wo siehst du unsere Himmelspforte? Ja, mein Problem ist immer, die ganze Diskussion, der ganze Abend ist halt anthropozentrisch. Ne? Das ist ja uns immer so nahe, wir sind ja so Homo sapiens und denken natürlich logischerweise immer von unserem Standpunkt aus und verfolgen unsere Interessen. Die sehen wir dann in neuen Techniken oder neue Städte, die da konzipiert werden, oder ob wir uns jetzt irgendwie im Urlaub begeben oder auch nicht. Das ist uns alles sehr nah. Wir vergessen dabei immer, was ich anfangs schon sagte, und vielleicht schließt sich dann jetzt der Kreis. Ich will ja den Moderator nicht vor. Schließ ihn für dich. Ja, dass wir lernen, auch mal einen anderen Standpunkt einzunehmen, weil dann sehen nämlich unsere Probleme plötzlich auch ein bisschen anders aus. Nämlich, das ist nicht der anthropozentrische Standpunkt, sondern das ist ein planetarer. Da hat der Herbert Kruhl ein sehr schönes Buch vor 60 Jahren geschrieben, ein Planet wird geplündert. Und das heißt, er hat da die Idee einer planetaren Wende eingefordert. Und damit meinte er, wir müssen weg von unserem anthropozentrischen Standpunkt und hin zu einem planetaren, der vielleicht den schönen Satz von John F. Kennedy, der zu seinen Bürgern gesagt hat, liebe Amerikaner, bevor ihr was so ähnlich war, das bevor ihr was von Amerika wollt, überlegt euch erstmal, was ihr für Amerika tun könnt. Ne? Also fordert nicht immer, sondern überlegt euch erstmal, was ihr dafür tun könnt. Und das gilt für uns Menschen gegenüber dem Planeten. Und ich will jetzt den Planeten nicht zu einer seltsamen, mystischen Größe da hoch stilisieren. Nein, das ist unser Lebensraum. Ganz einfach. Ne? Mehr haben wir nicht. Wir sind Astronauten auf diesem Planeten. Und das haben ja die Astronauten uns auch wunderschön aus dem Weltall immer gezeigt schon, diese Bilder haben wir ja im Kopf von der ISS oder noch schöner von Apollo 8, als die um den Mond rumgeflogen sind und die haben dann über der Mondoberfläche dann die aufgehende Erde gesehen und haben gesehen, ui, das ist ganz schön schwarz um diesen blauen Marbel darum, und wir wissen ja auch, es ist ganz schön kalt und lebensfeindlich. Also mal zu begreifen, dass wir alle Astronauten sind auf einem Raumschiff Erde und es gibt keine Fallschirme, also wir kommen da jetzt ganz schlecht runter. Stephen Hawking hat zwar gefordert, dass wir in 100 Jahren müssen wir hier weg sein. Er hat gesagt, also wenn wir das nicht jetzt gemeinsam besser hinkriegen auf diesem Planeten, 100 Jahre müssen wir weg sein. Jetzt weiß ich nicht so recht, wohin, gell? Das wissen wir jetzt alle nicht so genau, was sich da so anbietet, auch mit Elektromobilität, wenn wir das nicht hinkriegen. Also, das wäre eigentlich jetzt mein Ansatz noch bei all diesen Detailproblemen, die wir jetzt hier kennengelernt haben, ob Land, Luft und Wasser, sollten wir uns selber an der Nase nehmen, uns das mal ein bisschen klarer machen, wo wir denn gerade unterwegs sind. Und wie gesagt, es schaut dann alles auch manchmal sehr schnell ein bisschen anders aus. Wenn wir nur noch 100 Jahre haben, wie er sagt, das habe ich ja eingangs auch so ungefähr angedeutet, Saint-Exupéry hat mal gesagt, wenn man will, dass Leute, also ich mache das jetzt sehr grob, das Zitat, aber wenn man will, dass Leute ein Schiff bauen, dann soll man ihnen nicht beibringen, wo sie das Material herkriegen und wie sie das dann zusammenschrauben, sondern soll ihnen was erzählen davon, was sie da hinten am Horizont sozusagen Wunderschönes erwartet. Kurt, was erwartet uns denn Wunderschönes am Horizont, wenn wir unsere Mobilität total umkrempeln? Viele schöne Dinge. Spannende Dinge vor allen Dingen. Dinge, die Spaß machen. Die ganzen Themen werden ja immer so mit Verzicht gepredigt, ne? Also hasse ich wie die Pest, es ist Spaß. Also ich habe noch keinen von einem E-Auto aussteigen, vom E-Bike absteigen, vom E-Roller absteigen sehen, der geheult hat. Meistens habe ich so ein dickes, breites Grinsen gesehen und dann war es passiert. Also was ist jetzt so schlimm dran? Man sollte sich auch einmal mit der Zukunft beschäftigen. Die Leute, die hier sitzen, tun es ja, sonst wären sie nicht da. Wenn dann natürlich jetzt 1000 da wären, wäre es vielleicht ein bisschen anders, weil da ein paar mehr Skeptiker wären. Die sagen, jetzt bin ich da mal vorbeigerutscht, aber das, was die da vorne erzählen, ist schon ein bisschen Baller. Ne? Aber das ist genau der Punkt, sich damit zu beschäftigen. Wir leben mehr und mehr in einer Animationsgesellschaft, fällt mir auf. Das geht beim Robinson Club los. Die Leute lassen sich nichts mehr selber einfallen. Einfach wieder selber was einfallen lassen, selber was tun. Ich nehme als letztes ein kleines Beispiel aus der Praxis von einem Jugendlichen, damals vielleicht noch Kind. Unser älterer Sohn, der Max heißt er, der jüngere heißt Moritz.
Und dieser Max ist vor 5 Jahren, da war er 15, mal zu mir ins Wohnzimmer gekommen und sagt, der Papa, haben wir noch irgendwo alte... Das ist, warte, da muss ich sofort unterbrechen. Zu mir ins Wohnzimmer. Also der war, wie alt war er? 15. 15 und da war es schon nicht mehr das gemeinsame Wohnzimmer. Nein. So und die, okay. Nein, der war immer sehr selbstständig, der hat eine eigene Werkstatt gehabt, weil der seit seinem 10. Lebensjahr nur gebastelt und gewerkt hat. Also der hat mit 12 Jahren eine Drehbank gehabt und hat Drehteile gefertigt, in Auftrag sogar. Der war einfach so und der hat immer ein Berufsziel gehabt, das hat er sich jetzt auch tatsächlich umgesetzt. Mit 7 hat er das beschlossen gehabt, dass das passiert. Fakt ist auf jeden Fall, das Handy, er braucht ein Handy von mir, ein altes, wo da welche wären. Ja, sage ich, oben in meinem Büro, da ist eine Schublade, da sind noch ein paar alte drin, was willst du denn eigentlich damit? Ja, ich will was basteln. Also ich kann es schon, aber bitte keine Nägel rein und keine Schrauben, wenn es irgendwo geht. Nee, mache ich nicht, keine Sorge. So. Und dann ist er losgezogen. Eine Stunde später kam er. Da hat er so ein altes Panasonic-Handy gefunden. Das hat man so aufklappen können, so ein kleines. Da hat er von einem Playmobil-Trailer, von so einem Anhänger hinten an so einem Jeep-Modell von Playmobil, hat er diese Achsen weggebaut, hat die mit der Heißluftpistole an das Telefon hingebaut, hat es mir am Tisch geschaut und gesagt, schau Papa, da ist es. Das Elektroauto der Zukunft kann kommunizieren, fährt, das Ganze für Flatrate und alles ist gut. Wissen Sie, da hat es bei mir dann nochmal so richtig Klick gemacht. Da haben wir gedacht, verdammt nochmal, das ist doch genau die Denke, die uns fehlt, dieses Freie, dieses nicht alles schon voreingenommen. Uns wird ja von der Autoindustrie jeden Abend in Werbespots kredenzt, dass wir kreuz und quer durch die Berg fahren, durch Flüsse, über Berg, durch Wälder. Würde ich keinen empfehlen, weil das geht nicht lang. Ja. Das ist das, was uns kredenzt wird. Kinder lassen sich nichts kredenzen. Die denken einfach mal wieder selber und setzen einfach mal was selber um. Und diese Idee war für mich die beste aller Zeiten und das hat mir nochmal so einen richtigen Kick gegeben, um noch weiter für diese Thematik zu kämpfen. Weil letztendlich machen wir es nicht für uns. Du hast es ja schon gesagt von Anfang an. Wir machen es für die nachfolgenden Generationen. Und über den demografischen Wandel haben wir heute zum Thema Elektromobilität eh viel zu wenig geredet. Andreas, wie schaut dein Horizont am anderen Ende vom Meer aus? Es wird ja viel über Smart City geredet und ich denke auch, eigentlich müsste man über Smart Citizens reden, wieder über die Eigenintelligenz. Ich glaube schon, dass die Stadt der Zukunft, ich muss es ja mit dem Namen fast schon glauben, dass sie wirklich eine sehr grüne Stadt ist, dass wir viel vor Ort produzieren, dass die Nähe wieder eine Kraft bekommt, auch eine Leidenschaft, dass es, wenn man heute auf den Pausenhof geht und man hört den Kindern zu, wo waren sie, und dann wird der in Oberammergau war, wird relativ wenig erzählen im Vergleich zu dem, der in Abu Dhabi war. Und das Handy ist da ein gutes Beispiel. Vor einigen Jahren hat mal ein Referent gesagt, was wir heute im öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel haben oder in unserem ganzen Mobilitätssystem ist eigentlich so, als wenn ich alle, was weiß ich, 20, 30 Kilometer aus meinem Handy die SIM-Karte raustun, für diese Region eine neue SIM-Karte reintun müsste. Aber da haben wir es geschafft, dass wir eine haben und mittlerweile mit Roaming und alles drum und dran. Ähnlich befreiend sollte die Mobilität, glaube ich, auch werden. Und wir haben, und das ist, glaube ich, was man von heute auch wirklich mitnehmen kann, wir haben diese Dinge alle schon da. Zum Teil werden sie nicht gemeinsam gedacht, diese Lösungen, zum Teil werden sie aktiv verhindert durch Lobbyismus, durch Politik, der sie nicht vorantreibt. Aber sie sind wirklich da und das ist zum Greifen nah und die Lust darauf zu machen, diese Sachen auszuprobieren, in den täglichen Alltag zu integrieren, sich öfter mal selbst zu hinterfragen, muss ich diese Art von Verkehr gerade erzeugen oder was eigentlich mein dahinterstehendes Bedürfnis und dann natürlich richtig wählen, damit wir auch die Rahmenbedingungen bekommen. Das wäre so meine Zukunftswünsche und auch ein Stück weit Vision. Ja, genau. Letztendlich sind wir der Anfang. Also, und ich hoffe, Sie haben heute aus dem Gespräch mitnehmen können, dass die Idee des Wandels keine beängstigende sein muss, sondern eben eine gute sein kann, dass es ein Aufbruch zu was Neuem, Tollen, Bereichernden, Freudemachenden sein kann. Und wenn wir das alle mit uns tragen und wenn wir diese Botschaft, die wir dann haben, dass wir Lust auf diesen Wandel haben, der notwendig ist, wenn wir Lust drauf haben und das vermitteln, dann wird auch die Politik reagieren und dann wird die Politik auch endlich Rahmenbedingungen schaffen, damit die Industrie dann auch muss, die wiederum ja auch auf Rahmenbedingungen oft wartet.
In diesem Sinn hoffe ich, dass Sie jetzt alle Lust auf den großen neuen Wandel bekommen haben und wir ihn gemeinsam transportieren. Vielen, vielen Dank an die wunderbaren Gesprächsgäste. Vielen Dank fürs Kommen und ich wünsche mir, dass wir bald sagen können, gut Mensch. Applaus